Cookies, Comic-Cookies, lecker. Wir hatten die Episode 50 noch in Erlangen und jetzt ist sie Comic-Cookies Episode 51. Hallo, Breedstorm. Hallo, Steffen. Ja. Jetzt mal kurz nochmal zur 50. Das war unser Jubiläum und keiner hat es gemerkt. Nee, doch, aber das war ja so viel Material, was du gesammelt hast, dass wir das in drei Folgen packen mussten und da war die 50. Episode dann halt mit dabei. Aber es passt auch insofern ganz gut, weil beim Comic-Salon in Erlangen 2012 kam so ein bisschen die Idee bei mir auf, einen Podcast zu machen. Und im Juli haben wir es dann durchgezogen. Ja. Erzähl doch mal was. Ja, hat sich viel getan. Das ist jetzt vier Jahre her. Oh, Wahnsinn. Okay, Wahnsinn. Ja gut, wie gesagt. Also nächstes Jahr 5 Jahre, da müssen wir dann mal mit Sepp auf jeden Fall wieder auf die Joche gehen oder sowas. Ja gut, das hat sich ja jetzt in Erlangen schon gut getragen. Also insofern war es schön, der Sepp war wieder mal mit dabei. Und wäre natürlich schön gewesen, alle Cookies wären auch irgendwie dabei gewesen, ja, aber die Damen, das klappt immer nicht, waren verhindert. Ja. Vielleicht klappt es bei dir nächste Woche, dass du sie siehst. Genau. Ja. Dann erzähl doch nochmal kurz. Erlangen. Wollen wir nochmal ganz kurz so ein bisschen rückblicken drauf auf das ganze Event und mal gucken, was uns in den nächsten 2 Jahren dann erwartet. Ja gut, hatten wir ja schon während des Salons so ein bisschen angesprochen. Aber kannst du ja nochmal so kurz ein bisschen zusammenfassen. Also, ja. In 2 Jahren wird irgendwie das Rathaus oder nur die Kongresshalle? Die Heinrich-Lades-Halle wird erneuert und dadurch kann der Salon nicht in der Form, wie wir ihn jetzt kennen, dass alles zentral an einer Stelle ist, passieren. Mhm. Gibt schon Spekulationen, wie das sein kann, in der ganzen Stadt verteilt, oder es muss wohl auch schon mal sowas wie ein Zelt gegeben haben, habe ich jetzt irgendwo gelesen, dass die das da irgendwie, ist halt sehr, sehr schade, weil das schon eine schöne Instanz ist, wenn du wirklich alles beieinander hast. Mhm. Indies, die größeren Verlage, die Studenten, also wirklich auch die Zeichnerallee, alles beieinander. Klar, ich meine, im Prinzip ist es jetzt auch schon so, du hast in der Stadt überall verteilt auch kleinere Sachen. Ich hatte ja ein paar Bilder getwittert über irgendwelche Ausstellungen, also das heißt, da stehen dann irgendwo in Erlangen kleinere Läden leer. Mhm. Und da haben die dann halt eine kleine Ausstellung über irgendwas reingemacht. Also es war schon, das hat man aber vor 2 Jahren, glaube ich, auch schon mal gesehen. Das machen die immer. Es war ja auch in dem Novotel. Mhm. Gab es ja auch den einen oder anderen Vortrag. Also mein Fazit, was ich damals auch schon mit Sepp gesagt habe, ist, dass es für mich jetzt wirklich, trotz dass ich sehr, sehr wenig auf Sketchjagd gegangen bin, wie ich das bei den ersten Malen gemacht habe, also da habe ich ja einen Schwerpunkt drauf gelegt, möglichst viele Zeichnungen zu kriegen und mich selber gestresst. Das habe ich diesmal komplett gelassen. Und trotzdem ist es so, dass ich, ja, eigentlich, also ich hätte es noch 3 Tage länger machen können und ich hätte mich nicht gelangweilt. Weil sie wirklich sehr, sehr viele interessante Vorträge haben, was ich gut fand, was auch mal zwischendurch einfach schön ist, wenn du dich einfach mal hinsetzen kannst und dich ein bisschen berieseln lassen. Ich meine, ihr wart ja auch mal dabei halt, ne? Das ist schon was anderes, als wenn du den ganzen Tag von A nach B läufst. Und also so in der Form hat mir das sehr gut gefallen, auch mit der etwas kontroversen Max und Moritz Gala. Mhm. Ist der Preis jetzt angenommen, ist er nicht angenommen, wir wissen es nicht. Ist das jetzt ein Zeichen, was irgendjemand erhört, oder ist es kein Zeichen, was jemand erhört? Mhm. Aber das ist halt, dazu muss ich sagen, bin ich auch zu wenig in diese Verlagsszene, wo viele Leute sich da auch untereinander, also es gibt immer wieder Kritik an Preisen, aber gewinnen kann halt immer nur einer. Und das produziert automatisch damit eine Menge Leute, die eben nicht gewonnen haben und die natürlich alle möglichen Gründe sehen, warum sie keinen Preis bekommen haben. Mhm. Ja, also es ist, wie gesagt, dieses Jahr sehr, sehr viel Avant, sehr, sehr viel Reprodukt. Und da kann ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt die großen Mainstream-Dinger gewesen sind. Also das sind ja eher Verlage mit sogenannten, mit dem Lieblingsbegriff Graphic Novels, die da sehr, sehr viel bringen oder die auch viel französischen Anteil bringen. Und hätte ich nicht gedacht, dass die wirklich so in die Bresche da reinschlagen. Aber hey, warum nicht? Na ja, gut, Auszüge von der Preisverleihung haben wir ja jetzt in Autoform
geliefert im dritten Teil. Ja. Also in Episode Nummer 50, ja. Wer da nochmal ein bisschen reinhören möchte. Wer den kleinen Eklat da sucht, der war in der ersten Episode zu hören, also in Episode 48, da hat man den schon mit eingebaut. Ja, mein kurzes Fazit noch, also ich habe auch gemerkt, dass es mir ein bisschen zu kurz war. Ich habe ja nun mal diesmal auch mehr oder weniger eigenverschuldet nur 3 Tage am Salon gehabt. Also das heißt, donnerstags ankommen und auch samstags schon wieder losfahren. Wie die Jahre zuvor habe ich halt dann immer so gedacht, naja, hast du ja noch ewig Zeit, um da nochmal hinzugehen und da nochmal hinzugehen und dann war aber doch schon Samstag da und ja, habe dann eigentlich weniger gesehen als das, was ich mir dann vorgenommen habe, macht aber in dem Sinn jetzt auch nichts. Also bin zufrieden und ja, passt alles. Ja, also war für mich wirklich, war es rundum gelungen. Mhm. Hat sehr viel Spaß gemacht, viele alte Bekannte getroffen, neue Gesichter getroffen, also das hat einfach Spaß gemacht, auch hier, dass mir die Jungs von das alles treffen konnten. Mhm. Ja. Und was heißt die Jungs? Auch natürlich die Bianca. Ja. Ja. ganz klar, das war schon ein schönes Festival, also da gibt's nichts. Ne? Ja. Also das hätte ich vor Jahren, wo ich halt immer nur eine Übernachtung gemacht habe, nicht gedacht, dass ich das mal auf 2 Tage ausdehnen kann. Mhm. Aber wie gesagt, ich sammle jetzt auch mehr Interviews über Sachen, die mich interessieren, als dass ich wirklich die Sketche sammle. Ja. Ja. Hatte ich natürlich auch gar keine Frage. Das ist ja das Schöne an so einem Event, man kann ja sein Interesse immer noch ein bisschen verschieben wiederum. Also wir haben es ja in München erlebt, da haben wir uns dann in die ein oder andere Podiumsdiskussion mal reingehockt. Ja. Und da war ja der Fokus auch schon nicht mehr so auf den Sketchen, jetzt in dem Sinne, wie es früher war, dass wir da jetzt irgendwie stundenlang irgendwo angestanden haben. Ja. Das war halt nicht mehr. Ja. Und haben wir jetzt hier, also du hast das ja mehr gemacht, aber ich habe mich ja bei 1 bis 2 auch mal mit reingehockt. Man muss halt auch sagen, viele Sachen hat man halt auch mit der Zeit. Also gerade jetzt die deutschen... Du meinst jetzt die Sketche. Ja. Die deutschen Verlage, da ist es relativ klar, dass du irgendwann... Gut, es gibt da meine Guilty Pleasures, die ich halt immer wieder aufsuche, das ist nun mal so. Aber ansonsten, wie gesagt, das war's dann halt, aber im Gro auch. Weil ich brauche mich nicht stundenlang bei einem Andreas zum Beispiel anstellen, wenn ich genau weiß, der kommt am Montag ins T3 und dann gehe ich lieber dahin. Ja, du hast noch eine andere Einzugsquelle dafür. Ja. Diesen Montag? Nein, das war schon. Also, okay. Das war der Montag nach Erlangen. Ja. Also das ist trotzdem werden die Vorträge für meinen Geschmack immer noch so ein bisschen von vielen Besuchern nicht so besucht. Obwohl es halt wirklich eine gute Gelegenheit ist, sich zum Thema einmal zu informieren oder auch wenn du jemanden hast, den du als Künstler wirklich schätzt, dass der dann wirklich dabei ist und eine Menge halt dazu auch berichten kann, was er macht. Also klar, die Leute freuen sich immer, wenn sie in der Signierschlange stehen und 2, 3 Worte mit den Künstlern reden können, aber da hast du halt wirklich die Möglichkeit, mal eine Stunde dem zuzuhören, wie zum Beispiel Andreas, also fand ich sehr, sehr interessant, wie sich das bei dem entwickelt hat, künstlerisch und ja. Also. Ja, die Podiumsdiskussion gibt es übrigens auch schon online. Genau. Wie gesagt, was von den anderen jetzt noch online erscheinen wird, wenn das hier rauskommt, werdet ihr es vielleicht sogar auch schon wissen, weil die dann schon vorbereitet sind, aber je nachdem. Also das Material ist da. Für die Schweizer wirst du was hören. Ja. Ja. Das war sehr interessant. Und gut, den Rest sehen wir dann. Genau. Ja, du hast aber so ein bisschen was mitgebracht. Ich ja auch. Von Erlangen, dann lass uns doch da mal anfangen, vielleicht. Mhm. Fangen wir mal an mit dem ersten Band, den ich geholt habe. Steffen lacht schon. Und zwar ist natürlich ein Standard, dadurch, dass Steffen da gern mal an dem Stand ist, ist natürlich, dass ich versuche, mir was von David Boller zu holen. Und da ist ja eins meiner Probleme, dass ich das meiste wirklich schon habe, inklusive dem Pin-Up-Band. Aber er hatte diesmal was Neues dabei, was mich sehr gefreut hat. Und zwar ist das Geschichten aus der Erotikwelt mit dem interessanten Titel Fifis Bordellabenteuer mit einer leicht bekleideten jungen Dame auf dem Cover. Mhm. Und wenn ich kurz anmerken darf, ein kleines bisschen Disclaimer noch. Und zwar ist das diesmal nicht im Eigenverlag von David Boller erschienen, nicht in Virtual Graphics,
sondern im Verlag von comicladies.de. Genau. Das ist im Grunde ein Verlag, den die Christiane Meyer mit bekleidet, auf jeden Fall. Und genau, und da ist das Ganze erschienen. Und ja, die Dame war, also Christiane Meyer war halt auch mit am Stand. Sie hat sich ja auch vorgestellt im letzten Podcast, hat das genau, ein bisschen erklärt. Richtig. Also die kommt irgendwie aus der Werbebranche und macht für Bordelle und einzelne Damen macht die Werbung einfach für die. Deren Internetauftritte. Und künstlerisch gehalten ist es in Davids Stil, wie ihn auch in seine autobiografischen Sachen macht. Das ist dem sehr, sehr ähnlich, aber halt komplett in Farbe, was mir sehr, sehr gut gefällt. In Ewiger Himmel ist es ja manchmal, ist es in verschiedenen Schattierungen, Blautönen zum Beispiel hat er das sehr oft gehalten. Mhm. Und hier ist halt komplett in Farbe. Und in der Tat geht es hier halt um Bordellabenteuer einer Dame, die in Frankfurt dem Prostituiertenberuf nachgeht. Mhm. Und jetzt könnte man sagen, wenn das aus Deutschland kommen würde, dann wäre es wahrscheinlich eine sogenannte Graphic Novel, wo die schweren Probleme und Ähnliches aufgezehrt werden, die Prostitution natürlich mit sich bringen kann. Ja. Das hier ist eher, sag ich mal, eine lustige Interpretation von der ganzen Geschichte. Klar, es ist auch, es geht auch in die Erotik-Ecke, wobei jetzt keine Hardcore-Zeichnungen oder sonst irgendwas da drin gezeigt werden. Also wohlgeformte Damen durchaus, aber es ist jetzt nichts, was jetzt in die Porno-Ecke reintun würde, sondern sind einfach so Erlebnisse von der Fifi und sie kriegt dann noch hier aus einem wunderbaren anderen Bundesland Unterstützung von einer etwas üppigeren älteren Dame, also dass auch für jeden Geschmack was dabei ist. Mhm. Und das Ganze ist eher so ein bisschen lustig gehalten. Also es ist keinesfalls irgendwie eine Aufarbeitung über irgendwelche Problematiken, die damit natürlich einhergehen, sondern eher alles so ein bisschen lustig, ein bisschen überzeichnet auch gehalten. Mhm. Und also kann man durchaus lesen. Ich rate halt dazu, vorher einfach mal reinzugucken, ob das halt wirklich was für einen ich. Ich fand's unterhaltsam, gar keine Frage, aber es ist sicherlich auch nicht was für jeden. Also ich habe andere Interviews gehört oder glaube ich auch gesehen, wo es gleich in die Richtung ging, wie soll ich das sagen, wo das Thema gleich sehr, sehr problematisiert wurde und die Rolle der Frau und so weiter und so fort. Mhm. Das hier ist aber eher, wie soll ich das sagen, also es ist keine Comedy in dem Sinne, aber es ist schon so ein bisschen lustig auch gehalten. Mhm. Ja, das, Okay. Beim Schauen, welche Uniform die Polizisten hier haben, ist sind wir noch bei der grünen Uniform. Da sind wir nicht ganz up to date. Aber ansonsten ist es wirklich, ich würde gern mehr von David in diesem Stil sehen. Mhm. Dass er auch einfach andere Geschichten auch zu dem Thema. Ja gut, das Tell war ja eigentlich auch ganz gut in der Richtung, ne? Ja, Tell war noch ein bisschen amerikanischer, sag ich mal. Groben Einschlag. Ja. 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 Also, ist die Geschichte gewesen. Was ich mir zum Beispiel ganz anderes Thema im Nachgang geholt habe, wo es natürlich auch kein Interview dazu gibt, ist das Katharsis von Lys. Das ist ein Preisträger gewesen. Mhm. Und dazu sage ich schon wieder, sieht man schon wieder, dadurch, dass was Preisträger wird, wird natürlich ein gewisser Fokus drauf gerichtet. Und ich habe mir das auch angeguckt. Ich habe von dem Band tatsächlich nichts mitbekommen. Ist auch beim S. Fischer Verlag erschienen, den ich jetzt nicht so dauerhaft beobachte, wie es vielleicht bei anderen Verlagen ist. Und zwar Lys ist einer der Zeichner von Charlie Hebdo, der da Karikaturen gezeichnet hat und diesen Anschlag auch überlebt hat. Und sein Leben hat sich halt an diesem Tag frappierend geändert. Viele seiner Kollegen, Freunde sind tot. Und wie er das Ganze verarbeitet hat, das zeigt er in diesem Band, den er auch in so einem Karikaturstil verfasst hat. Und der trotz allem Ernst, der natürlich mit dieser Situation einhergeht, auch den Humor natürlich beibehält. Mhm. Ja, also das sind immer in kleinen Episoden, wird da so ein bisschen was aufgezeigt, wie er auf irgendwas reagiert. Also es kann einen teilweise auch zu Tränen rühren. Das
Aber er gibt trotz allem, dass er da natürlich schwer geistig mitgenommen wurde, also psychisch mitgenommen wurde, gibt er natürlich trotzdem noch Gas und verarscht halt immer noch die Leute gerne, die er vorher auch schon verarscht hat, sprich den Staat und natürlich auch gerne die Kirche. Mhm. Was mir besonders gut gefällt. Also hier ist zum Beispiel so eine Seite, wo wo jemand zu ihm kommt und ihm sein Leid ausdrücken will und dann verflüssigt er sich und fällt über ihn rüber und schwallt ihn so zu. Also man merkt richtig, man kann das richtig nachempfinden, wie zum Beispiel nach den Attentaten mit ihm umgegangen wurde. Also er ist ja eigentlich der Trauernde, aber es haben sich so viele über ihn auch, wie soll ich das sagen, so ein bisschen trauernd hergemacht, ja, sich so ein bisschen an ihm auch dann so ein bisschen geweidet, dass von ihm da zum Beispiel am Ende des Pendels nicht allzu viel übrig bleibt. Halt okay. Auch, ne? Und geht auch um, also er ist da auch sehr, sehr ähnlich, ehrlich, es geht auch oft um seine Lebensgefährtin und gibt es auch eine Episode, wo er halt darauf eingeht, dass jetzt ja die Begeisterung für sexuelle Handlungen danach natürlich nicht besonders groß war, bei ihm halt generell halt und dass es auch eine ganze Zeit gedauert hat. Also was sehr, sehr Ehrliches, sehr, sehr Intimes, muss man auch sagen, was er da abgezogen hat. Es ist ganz klar, es sind Karikaturen, man wird hier keine zeichnerischen, epischen Sachen. Also für viele würde es wahrscheinlich oftmals zu grob sein, aber das ist halt genauestens auch sein Stil. Und ich finde es sehr, also wohlverdienter Preis. Ja, okay. Und vielleicht trägt es dazu bei, dass sich noch ein paar Leute das Ding angucken. Ich würde es mir gerne mal angucken. Ja, kann ich dir gerne. Das ist wirklich. Man kann sich danach sehr, sehr gut in den Lys reindenken und wenn du da anfängst, den dann zu googeln oder so, dann erkennst du auch ihn an den Zeichnungen sehr, sehr gut wieder. Das macht auf jeden Fall Spaß. Was ich mir auch im Nachgang geholt habe, ist das von Das Alles Empfohlene Keiner killt so schön wie Rocco. Die hatten ja Bela Sobotke im Interview. Und wir saßen ja eine Zeit lang mit dem draußen auf dem Salon, mit den Jungs von Das Alles, und hat er so ein bisschen erzählt, auch von der Geschichte über seine Tankstellendinger. Und da wollte ich an dem Salon noch hingehen, hab's aber da nicht mehr gepackt. Das war ja schon, glaube ich, der letzte Tag, wo wir da waren. Und hab mir den nachgeholt. Und es ist natürlich eine sehr, sehr abgefahrene Western-Geschichte, auch episodenhaft, immer vier Seiten. Okay. Es gibt da ganz strange Charaktere, wie zum Beispiel einen berlinenden Indianer. Okay. Und auch noch andere Figuren, die Bela Sobotke mal erfunden hat, wie zum Beispiel so ein Schneckenwesen, was aus einer Zukunftsgeschichte von ihm raus in diesen Western da reingekommen ist. Dann gibt es so eine Ordensschwester, mit der Rocco auch regelmäßigen GV hat. Ja, also ich wurde übrigens auch von Bela Sobotke geadelt. Als ich getwittert habe, dass ich jetzt endlich mal einen Rocco im Regal stehen habe, der nicht Sifredi heißt. Im Regal habe, da habe ich einen Ferkel zurückbekommen. Also wenn Bela Sobotke mich als Ferkel bezeichnet, das ist schon das ist eine Anerkennung. Ja. Finde ich schon gut. Also der Kenner lächelt, wie auch du gerade lächelst. Ja. Obwohl ich kein Kenner bin, aber mit dem Namen kann ich ja doch schon was anfangen. So oft, wie du den erwähnst. Es ist ekelhaft. Ranken sich Legenden um diesen Mann. Ja, es ist, jede Generation hat ihren Helden. Ne? Ist sehr, sehr schön aufgemacht. Bei Gringo Comics erschienen, kleiner Hardcoverband. Auch da würde ich sagen, guckt mal rein, ob das was ist. Zeichnerisch. Ich auch gerne mal reingucken. Ja, also zeichnerisch ist es. Ja, wie würdest du es beschreiben, Steffen? So ein amerikanischer Underground-Comics, so in die Richtung. Klar, Comics kennt man ihn. Erinnert mich so ein bisschen an Frank Miller, so teilweise jetzt so von der. Ja, teilweise ist es cartoonig, aber die Dame wird auch wohl proportioniert und gut dargestellt. Ja. Tentakel dürfen natürlich auch nicht fehlen in der ganzen Geschichte. Ja, also ein schönes Spiel mit den Farben so, ne? Ja, also du darfst nicht erwarten, dass du eine durchgehende, geradlinige Geschichte hier bekommst. Das ist auch so ein bisschen Episoden hast. Es gibt einen roten Faden, klar. Muss ja nicht sein.
Ja. Ich finde, also gerade auch von der Kolorierung, also es ist nicht durchgängig koloriert, sondern halt... Ja, immer nur so bestimmte Fragmente. Genau, ne? Zum Beispiel die Brille von einem einen Wesen oder wenn irgendwas blutet oder wenn irgendwo rote Augen glühen. Und ja, es hat was, also es wird nicht der letzte Comic von Bela Sobotka gewesen. Schöne Stilform, nee, ja, also, glaube ich auch nicht. Scheint ja aktuell noch im... U-Comics, genau. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie mir nichts abzeichnen lassen. Das hätte ich die Gelegenheit, aber ich denke... Ja, das kann man aber, glaube ich, nachholen. In München oder wieder mal Erlangen. Spätestens wieder in Erlangen, da wird er sicherlich am Gringo-Stand mit sitzen. Wo ich schon keine Dose Sauerkraut mitgebracht habe für den armen Mann. Ja. Aber gut, wer das jetzt verstehen will, der, dem sei nochmal die Episode von den Kollegen von Das Alles empfohlen. Ja. Genaue Nummer weiß ich jetzt gerade nicht, aber werde ich auf jeden Fall dann hier verlinken an der Stelle. Ja. Genau, also einfach in den Blogbeitrag gucken und da wird die Episode verlinkt sein. Sehr interessantes Interview, kann ich nur empfehlen. Ja, zum Thema Interviews sind halt sehr, sehr viele Sachen, die ich im Interview mir halt erschlossen habe. Ist aber auch irgendwie klar, natürlich zu den Leuten, die mich interessieren. Von Interviews, die du geführt hast. Ja. Ist natürlich klar, wenn mich irgendwas interessiert, dann frage ich die Leute auch so und so und möchte gerne was dazu sagen. Und demzufolge habe ich sehr, sehr viele Sachen, wo wir auch die Interviews schon in dem Jubiläumspodcast drin haben. Unter anderem auch Tank 2 von Sebastian Drefniok. Auch den ersten Band hatten wir seinerzeit schon mal vorgestellt. Hab mir auch da schlauerweise nichts reinzeichnen lassen, habe ich verdrängt, weil da war schon das Interview. Und er veröffentlicht die Sachen ja auch im Internet. Das ist Aufopferung, liebe Hörer. wenn er das schon nichts mehr zeichnen lässt, aber die Interviews gehen vor. Ich habe ihn signieren lassen, aber das mit der Zeichnung ist irgendwie... Ja. Ich habe auch diesen Punkt zum was zeichnen lassen in dem Band hier nicht so direkt. Vielleicht davon so eine Kleinigkeit da ist so eine halbe Seite vorne drin. Und er veröffentlicht das ja auch ganz normal als Webcomic. In dem ersten Band ging es so ein bisschen um den Charakter so auch vorzustellen. Das ist so eine Endzeitdame mit seitlich rasierten Haaren und Sidecut nennt man es. Ja. Ja. Also lustige Frisur auf jeden Fall und in so einer Endzeitwelt. Hat in dem Interview aber auch direkt gesagt, also mit Tank Girl hat es nichts zu tun und das kann ich auch bestätigen. Klar, es ist Endzeit und lustige Frisur, aber das war es dann auch schon. Die Assoziation liegt allerdings nahe. Ja. Also ich meine, wenn man so die Cover sieht erstmal und dann sehe ich den Titel, da habe ich auch direkt damit assoziiert. Ja. Aber da ist doch ein Sketch. Das ist ein Sketch, aber der ist von Scotty Young, der hat hinten. Ah, verdammt. Der hat hinten die Dame, die Hauptdarstellerin, dargestellt. Im ersten Band ging es so, um das ein bisschen vorzustellen, da ging es um so eine kleine Rachegeschichte. In dem Band passiert was im ersten Band noch nicht der Fall war, und zwar findet sie jemanden, mit dem sie zusammen durch diese Endzeit zieht. Also wenn man die Chance hat, Sebastian Drefniok wirklich mal zu treffen, sollte man das auf jeden Fall mitnehmen. Ist auch wie viele der Hefte, die ich gekauft habe, glaube ich, so viele Einzelhefte von kleinen Indie-Verlagen gekauft wie noch nie. Für 4,90 € kann man sich das sehen. Ist durchgängig farbig. Auch sehr, sehr hochwertiges Papier. Und ja, klar, es gibt eine große Schlägerei, aber es gibt auch einige Enthüllungen aus der Vergangenheit von der Dame, von der Hauptdarstellerin. Ja, also wer so ein bisschen das Faible für Endzeitgeschichten hat, sollte da auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Das Schöne ist, man kann ja direkt schon im Internet gucken, ist es was für mich oder ist es nicht für mich. Das Schöne wird es wie immer hervorragend verlinken, da hat er Spaß dran. Ja. Und ähnliches gilt für den nächsten Band, den ich gehabt habe. Auch den Herrn habe ich interviewt, und zwar ist das der Ezekiel Rage hinter sich. Künstlername. Ich bin doch ganz kurz nochmal die beiden da, wie sie jetzt schon hatte. Aber mach ruhig weiter. Ja. Und zwar ist das von Void Comics. Und zwar ist das der Ezekiel, der macht die ganzen Geschichten, die er so bracht, stellt er ins Internet. Also er hat
eine Homepage, da sind diverse Comics von ihm drauf, die von sehr, sehr unterschiedlichen Leuten, teilweise aus der ganzen Welt gesammelt, gezeichnet werden. Er denkt sich das aus und dann gibt es verschiedene Leute, die das dann für ihn machen. Er hat das in dem Interview auch sehr, sehr interessiert erklärt, wie das alles bei ihm funktioniert. Er hat auch zum Beispiel ein Fotocomic, wo er selber halt die Hauptfigur ist und sowas. Also ist sehr, sehr kreativ unterwegs, unheimlich viele Serien. Und auch diese sind im Internet. Ich habe den Comic-Ausdruck jetzt davon natürlich gekauft, weil ich sowas natürlich sehr, sehr gern auch unterstütze. Schaut da einfach, ich glaube, bei Facebook ist er, glaube ich, auch. Und da gibt's halt nicht nur Rage, sondern er hat auch Serien, die eine nennt sich Orchid, Black Shadow, Night Fighter. Und auf void-comics.com könnt ihr euch das alles direkt so angucken. Mit dem kleinen Hinweis, ist alles auf Englisch. Ja. Das ist natürlich auch gut, wenn man mit internationalen Zeichnern so zusammenarbeiten will, ist das natürlich eine gute Sache. Im Shade selber, das war das, was mich jetzt optisch am meisten angesprochen hat. Da gab es auch noch so Sachen, die hatten gewisse Manga-Anleihen, was nicht so mein Fall ist. Geht's um eine Dame, die gehbehindert ist, also im Rollstuhl ist und auch in so einer, ja, über gewisse, in der Zukunft dann endlich die Gelegenheit hat, durch eine Maschine wieder gehen zu können. Und ja, in dem Moment wird sie dann überfallen. Okay. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, dass sie davon nicht besonders erfreut ist und sich dann verteidigen muss gegen ihre Angreifer. Und ihr könnt euch vorstellen, in welche Richtung das Ganze dann geht. Okay. Auch das, wie gesagt, eine Webcomic-Geschichte, die man sich einfach direkt angucken kann, ist das was für mich. Man muss es nicht kaufen, man kann ihn natürlich gerne unterstützen, wie ich das rausgelesen habe. Aber er hat viele Sachen einfach aus Spaß am Comic machen einfach online gestellt. Okay. Was mich direkt angesprochen hat beim Durchgehen, ist auch München 1945 von Sabrina Schmatz, die ich mir dann auch ins Interview geholt habe. Rausgekommen ist es bei Schwarzer Turm. Und zwar ist die Sabrina, kommt so ein bisschen aus dem Manga-Bereich. Da gibt es 2 Millionen, glaube ich, Mädels in Erlangen, die Mangas gezeichnet haben als Cover, wo so ein amerikanischer GI drauf gezeichnet ist. Das ist alles andere als Mangas gezeichnet. Und es hat mich sofort thematisch auch gepackt, weil ich Zweite Weltkrieg und auch die Nachwirkungen davon immer ein interessantes Thema finde. Und sie hat mir damals schon, als ich es gekauft habe, schon gesagt, dass es schon in Richtung Romance geht. Okay. Das ist ja jetzt nicht so mein Genre eigentlich. Mhm. Aber in dieser Nachkriegsgeschichte ist es so, dass eine Münchnerin dann auf die Befreier quasi trifft und sich in einen von denen verliebt. Aber es werden auch die ganzen Probleme, die damit behaftet sind, natürlich angesprochen. Dass natürlich die Amerikaner dann noch genau filtern müssen, ja, waren jetzt alle Nazis, waren jetzt nicht alle Nazis. Die Stadt liegt in Trümmern. Es gibt Vorbehalte generell gegen die Deutschen, ja, wie mit denen umzugehen ist. Und das hat die Sabrina hier sehr schön zusammengefasst. Es ist schwarz-weiß gehalten. Natürlich sieht man, kommt sie von der Manga-Linie nicht ganz so weg. Also man sieht es gerade, wenn die Figuren ein bisschen verzweifelter sind oder sowas, dass es dann sehr, sehr stark in die Richtung geht. Und je weniger Emotion in dem Moment da ist, umso realistischer ist es auch gezeichnet. Aber mir gefällt dieser Stil einfach unheimlich gut. Und ich hoffe, dass dann bald der nächste Band rauskommt. Und sehr positiv überrascht hat mich auch der Preis. Sind 8 Euro gut, ist jetzt kein mega dicker Band, aber für so einen kleinen Klappbroschüreband ist das ein sehr, sehr ordentlicher Preis. Also wäre das auch was dich irgendwie anfixt? Oder? Ja, also prinzipiell ist es was. Sind auch englische Passagen drin, weil sie sich am Anfang mit dem natürlich auch auf Englisch unterhält, während die Stadt so in Trümmern liegt und Aber ja, alles kein Hexenwerk. Okay. Oh Gott, ich habe dann wieder viel zu lesen und dachte, das nächste Mal nichts Neues dabei. Eine Inspiration aus einem Vortrag, den ich hatte, ist ein Hase auf dem Rücken eines Elefanten aus dem Vortrag über Schweizer Comics. Mit dem Untertitel Meine Reise von Moskau bis Shanghai. Und ich bin ja großer Fan von so Reisecomics, weil du
sehr gut mitempfinden kannst, wie die Leute in einer komplett fremden Kultur plötzlich dabei sind. Mhm. Und das hat die junge Sabrina Joost auch geschafft, mir das näher zu bringen. Mhm. Sie fängt so ein bisschen an, sie ist Illustratorin, sie sieht sich selber auch nicht als Comiczeichnerin, sondern sie ist Illustratorin, die auch Comics macht. Dazu muss man wissen, dass in der Schweiz Comics gefördert werden können. Das heißt, wenn du sowas machst, dann gehst du zu deinem Kanton und sagst, ich mache einen Comic mit Schweizbezug. Mhm. Oder? Und dann sagt der Kanton dann, jawohl, wir überweisen dir mal, keine Ahnung, 3000 Franken oder so. Mhm. Ne? Und das macht das Comic-Schaffen natürlich da relativ einfach. Und bei Edition Moderne wird sowas, wenn das dann auffällt, positiv angenommen. Und die haben es dann auch rausgebracht, das gute Stück. Es ist kleinformatig, aber Hardcover, auch mit sehr dickem Papier. Mhm. Und sind ja so ein bisschen cartoony auch die Zeichnungen und immer kleine Episoden von ihrer Reise. Also es geht los, wie sie sich quasi entschließt, sie möchte dann wirklich von Moskau bis Peking mit der Bahn fahren. Mhm. Was natürlich trotz aller globalen Ansätze durch die Mongolei auch immer noch ein Abenteuer ist halt. Mhm. Aber das ist halt nicht irgendwie westliche Zivilisation, sondern du bist in der Bahn im Prinzip dem Land, der relativ gut ausgeliefert wurde, da durchkommst. Ja. Und da fängt an, wie ihre Verwandten, Freunde und sowas unterschiedliche Meinungen haben zu der Reise. Das hat sie dann gesammelt. Und dann zeigt sie in kleinen Episoden Begebenheiten von dieser Reise. Also es ist jetzt kein so ein Tagebuch, am ersten Tag habe ich mir Moskau und die Innenstadt angeguckt, sondern einfach Sachen, die ihr aufgefallen sind, wie zum Beispiel zwischenmenschliche Sachen, wie freundlich sind verschiedene Leute zu ihr gewesen oder was passiert da in so einem Zug, wenn man wirklich mit so einer Eisenbahn um die halbe Welt reist und wie ist da die Logistik? Ja, da gibt es zum Beispiel eine Episode, wo dann so eine Verkäuferin einfach den Zug entert, die privat irgendwelches Zeug, was sie selber gemacht hat, dann vertickt an die Leute, damit die irgendwas essen. Oder wie sie angegraben wird am Strand und erst gar nicht weiß, was er will, bis sie zum Schluss sagt, Boyfriend. Ne? Und also das sind einfach sehr charmante Episoden von ihrer Reise, die sie da gemacht hat und wie gesagt, steht auch hinten drin, Kulturstiftung des Kantons Thurgau hat das Ganze unterstützt und hab wenig von der Edition Modern in meinem Portfolio, aber das sollte man mal einen Blick riskieren, ob einem der Zeichenstil und die Thematik da wirklich zusagt. Also ich fand es gut im Vergleich zu anderen wie jetzt Guy Delisle oder Guy Delisle oder wie auch immer, der sehr mit Pyongyang oder anderen Reisegeschichten ist es weniger intensiv, weil der zum Beispiel länger da gearbeitet hat und sie fällt halt durch. Mhm. Aber also auch das ist mir positiv aufgefallen. Mhm. Ja. Die Trolle sind wieder unterwegs. Was auch aus der alpinen Region kommt, dass die Dame war ja aus der Schweiz, ist Ash, also die Austrian Superheroes, die auch mit dem Stand vertreten waren. Direkt neben David Boller. Und trotzdem habe ich es nicht geschafft, mir da was zu kaufen. Ja, das ist erschreckend, weil es eigentlich dein Ding ist. Also ich muss echt sagen, dir würde es, glaube ich, sehr, sehr zusagen. Die haben auch zwei Hefte aktuell draußen mit den Austrian Superheroes. Mhm. Und er hat das ja selber schon. Hast du nur einen gekauft, oder? Nee, ich habe beide. Ich hab beide. Das war auch, scheint so jetzt der Preis zu sein. Mhm. Wenn man ein Heftchen produziert, kostet das 4,90 €. Mhm. Dass die Leute sagen, okay, 5 € gebe ich aus. Mhm. Kann natürlich psychologisch auch schon so eine Grenze sein, wo wir drüber nachdenken, kaufe ich es oder kaufe ich es nicht. Mhm. Und was man dazu sagen muss, ist eine Zusammenfassung von mehreren Zeichnern. Der Harald Havers hat sich das ganze Szenario und den Text ausgedacht und im ersten Heft ist es auch relativ hat das Andy Paar gezeichnet und das ist durchgehend ein Stil. Und zeigt so die Helden, wie es wäre, wenn die halt wirklich in Österreich existieren. Mhm. Mit
Captain Austria zum Beispiel, der natürlich passenderweise aussieht wie eine österreichische Fahne. Und österreichische Superhelden hat man doch schon. Ja, hat man an anderer Stelle. In die Richtung geht es auch, ist so ein bisschen lustig auch gemacht, mit dem Donauweibchen. Es wird dann im Laufe der Geschichte Lady Hallmark, das so eine Art Wrestlerin, sieht so ein bisschen Sumo-mäßig aus. Und nicht sogar selbst ein bisschen als eine Art so Richtung Tatort gehen, so quasi, so vom Humor her oder so. Ja, also es ist eine Kriminalgeschichte, es ist halt auch, da wird auch gemordet und umgebracht, also es ist jetzt nicht nur lustig, aber das kommt ziemlich gut, auch das Heft ist hochwertig produziert und ich glaube, habe jetzt schon ein paar Mal gehört, dass es auch sehr, sehr gut angenommen wird. Er teasert es auch so ein bisschen an, dass natürlich Crossover mit anderen Sachen zum Beispiel, schreibt auch von der Liga deutschen Helden und sowas, also da wäre noch einiges möglich. Mhm. Und im zweiten Heft ist es also nichts, was schon existiert, sondern was eventuell noch existieren könnte. Ja. Also fängt auch nicht mit der Origin an, sondern wirft einen direkt in die Handlung und erklärt das so nach und nach so ein bisschen. Okay. Und im zweiten Heft haben wir dann schon wieder einen komplett anderen Zeichner, was mich ein bisschen irritiert hat, weil ich mich doch sehr stark an den ersten, an den Andy Parr halt gewöhnt hatte. Mhm. Aber nichtsdestotrotz funktioniert das recht gut, weil im zweiten Band dann auch einige weitere Hintergründe zu den einzelnen Figuren dann rauskommen. Mhm. Und er hat sogar in der zweiten Episode das so ein gefaktes Heft aus der Vergangenheit, wo was im Stil, sag ich mal, der 50er, 60er Jahre gehalten wurde. Und ja, macht einfach Spaß. Ist ein gute Laune-Comic. Mhm. Und ja, es freut mich, dass es immer mehr und mehr Comic-Schaffende aus dem deutschsprachigen Raum auch werden, die mit der Superhelden-Idee gut umgehen. Ja, also klar, wir hatten schon vorher Helden. Wir haben natürlich die Sachen von Plemplem. Mhm. Aber ich sag mal, das ist noch kein Markt, der jetzt grenzenlos übersättigt ist, wie zum Beispiel der im deutschen Bereich die leidende Grafiknovel, wo der Protagonist eine schlimme Krankheit hat oder ein ganz schlimmes Schicksal oder sowas. Mhm. Da, also für Superhelden wäre da immer noch mehr Luft und da würde ich mich auf jeden Fall noch auf mehr von der Sorte führen. Haben auch Werbung bekommen, also Stabilo macht hinten Werbung auf den Comic, also es scheint recht gut angenommen. Wer macht Werbung? Stabilo, also Zeichen. Und auch da ist das Papier wirklich super. Also das ist auch das Schöne aktuell, dass du, um Comic wirklich selber zu machen, musst du nicht mehr diesen ganzen Drucker-Hintergrund haben, sondern gibst es halt online zu irgendjemand, der dir wirklich hochwertige Sachen dann einfach mit deinem Input auch liefert daraus. Das ist wirklich genauso könnte das auch ganz normal am Kiosk stehen. Mhm. Und keiner wird sagen, hier, das ist irgend so ein Fan-Ding oder sowas, wie das vielleicht vor 10, 15 Jahren noch der Fall war, wenn jemand was selber produziert hat. Mhm. Also, wäre das was dich anspricht? Oder? Ja. Gut. Optisch ist halt genauso. Da habe ich sofort gedacht, dass eigentlich ein Steffen sein leicht kartonigen Einschlag nicht zu ernst, wobei, wie gesagt, auch da drin wird gemordet und es geht auch um interfamiliäre Probleme bei der ganzen Geschichte. Ja. Nee, also klar, sowas gucke ich mir ganz gern mal an und warum nicht? Ja, da ich es da jetzt schon verpasst habe, wäre das dann vielleicht mal. Ja, also die werden ja mit Sicherheit zum Beispiel auch wieder in München sein oder man kann es auch ganz normal bestellen, hat er ja in dem Interview gesagt. Ja. Und auch das ist wieder ein großer Vorteil von den Leuten. Es muss keiner mehr zu Hause sitzen und seinen mit frankierten Rückumschlägen oder sonst irgendwas sich Geld zu schicken lassen, sondern das funktioniert ganz normal über den Fachhandel, kannst du das bestellen. Ja. Ja. Ähnliches gilt auch für die Sachen von Plemplem. Da hatte ich das Glück, dass der Thorsten mir von Plemplem mir viele Sachen, die ich bestellt hatte, hat signieren lassen. Okay. ich wusste gar nicht, wie viele denn doch wirklich vor Ort waren, deswegen war ich ein bisschen überrascht. Zum Beispiel auch Zeichner von Till Felix zum Beispiel, von Gisem oder sowas, der hat mir die
die War-Comics, die ich, also die Anthologie-Reihe oder sowas, mhm, hat er mir unterschrieben und sowas. Also da waren doch ganz schön viele Leute von denen an Bord. Ich werde jetzt mal auf die Sachen eingehen, die wir noch nicht vorgestellt haben. Und zwar ist das zum Beispiel Leftovers 2 von, mhm, Jason Pittman, mhm, und Shelley Briggs. Das ist ein Import-Titel von Plimplim Productions und alles in schwarz-weiß gehalten, gezeichnet, mhm, halt von Jason Pittman. Und ja, der Thorsten Brochhaus hat es dann auch übersetzt und Chris Kläuber hat es gelettert. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum importieren die so viele Comics, aber das ist wirklich eine gute Serie, die sie da an Land gezogen hat. Es geht viel um zwischenmenschliche Sachen. Auf dem Cover siehst du zum Beispiel, was, wenn du dieses Cover siehst, was denkst du dann? Dune. Dune, ja. Also man sieht zwei Menschen vor einem dieser, ja, Sandwürmer von Dune stehen. Es hat aber mit Dune erstmal so nichts zu tun, sondern es ist einfach aus dem Gespräch raus, wo die Leute ja über ihre Beziehung, über sich selber mitreden und dann durchleben die dabei so verschiedene Phasen. Also, mhm, sehr, sehr symbolisch und unter anderem taucht dann auch diese Sandwurm auf und so weiter. Und ähnliche Sachen gibt es dann auch noch später. Also wo andere Beziehungsgeschichten ausgeredet werden oder ausdiskutiert werden, dann wird sehr oft sehr symbolisch da was gemacht. Und viele hätten da einen Graphic Novel Aufkleber drauf getan, wenn es jetzt zum Beispiel bei Carlsen erschienen, mhm, wäre. Aber in die Richtung geht halt auch in der Tat, bloß halt auf eine gute Art und Weise. Mhm. Ja, der erste Band war ja schon, war eine durchgehende Geschichte. Hier sind es allerdings 3 Episoden, die da drin sind. Mhm. Und ja. Also 3 kürzere Episoden. Ja, es regt, oder 4 sogar, wenn ich das hier richtig sehe. Und es regt einfach zum Nachdenken an. Mhm. Also gerade durch die Symbolik und zeichnerisch finde ich es halt auch sehr, sehr, also ist genau mein Ding. Mhm. Das könnte ein bisschen dicker sein. Das sind, glaube ich, keine 24 Seiten, wenn ich das hier so sehe. Aber auch das sind alles 4,90 € Hefte. Ähnlich wie Portland Underground. Mhm. Da hatten wir auch schon eine kleine Zombie-Serie, mhm, von Daniel Vandermolen und gezeichnet hat Chris Kohler. Ein weiterer Import-Titel. Mhm. Und im ersten haben wir schon eine Symbiose aus Zombies und Bier hergestellt. Im zweiten, okay, Part geht es also auch, dass zwei Freunde versuchen, sich jetzt durch die zombifizierte Stadt, mhm, zu bewegen. Und komischerweise, sie haben nicht so einen Mad Max-mäßigen Sportwagen mit Rammschutz vorne dran, sondern sie haben einfach schlicht und einfach Fahrräder da dran, mhm, mit denen sie sich, und auch das ist leicht ins Lustige gehalten. Die Zeichnungen sind allerdings alles andere als lustig. Also hier geht's schon zombie-mäßig ordentlich zur Sache, so ein bisschen im Stil auch von alten EC-Comics, von den Horrorsachen und sowas. Und auch das eine richtig, richtig starke Serie, die Plemplem da an Land gezogen hat. Ja, okay. Das spielt auch so ein bisschen mit den Klischees von Zombie-Serien. Mhm. Aber schon allein das Cover, das ist so ein Wraparound-Cover. Ah, ja. Wie heißt, mhm, das, glaube ich, ne? Doppelseitiges, mhm, Cover zum Aufklappen und ist einfach schön, schön auch gemacht. Das hat auch recht viele Seiten. Also das, mhm. Ja. Das Gute ist für Leute, die jetzt mit diesen Serien da anfangen, die können sich gleich 2 oder 3 davon holen. Mhm. Müssen nicht mehr auf die Fortsetzung warten, weil abgeschlossen ist noch nicht. Ja. Was keinen Abschluss braucht, ist die Serie Mr. Kill. Hat, mhm, mir schon den zweiten Band vorgestellt, wo seinerzeit der Ritz mitgemacht hat. Ja. Der aktuelle Band, wieder geschrieben von Henning Mertens, das ist ja seine Kreatur quasi, ist gezeichnet diesmal durchgängig von Sascha Dörp. Mhm. Und ja, das Gute an Mr. Kill ist halt auch, dass du da einen hohen Wiedererkennungswert hast, weil er ist halt ein großer Killer mit kurzen Haaren und das sieht halt, du siehst halt sofort, wer ist, während du bei manchen anderen Serien, ich hatte zum Beispiel bei Queen and Country, hatte ich teilweise Probleme, die Hauptfigur dann wiederzuerkennen, wenn da der Zeichner gewechselt hat. Mhm. Hier gelingt das sehr, sehr gut. Und ja,
um es nochmal zu sagen, Mr. Kill ist einfach ein Killer, der seinen Job halt einfach liebt. Also es gelingt ihm wunderbar und guten Gewissens, sich durch die Gegend zu metzeln, wenn er einen Auftrag hat, will er den auch umsetzen. Mhm. Hier gibt es so einen kleinen Wettkampf, ja, weil es gibt noch eine weitere sehr erfolgreiche Killerin auf der Welt und es kommt zu einem kleinen Wettkampf zwischen den beiden und auch durchgängig in Farbe. Mhm. Abgeschlossene Geschichte. Wenn ihr auf einer Messe seid oder euch einfach sowas gönnen wollt, dann nehmt das auf jeden Fall mit. Mhm. Das ist einfach, der Spaß am Töten ist einfach sehr, sehr unterhaltsam. Mhm. So, eine letzte Ausbeute noch von Erlangen ist der Band Bean, also mit zwei I und einem E geschrieben, Bean Shadowgate. Mhm. Auch den hatte ich im Interview, den Guido Neukamm, mhm, der zusammen mit dem Winfried Volkmann Bean geschaffen. Und ja, Bean ist auch eine Endzeitserie, aber da geht's dann schon in Richtung Dämonen, Zauberei, Magie und der Bean ist einfach ja, ein gelbäugiger Bastard, ein Dieb, ein bisschen Han Solo-Style, mhm, der halt verschiedene Aufträge übernimmt, wo es auch ordentlich zur Sache gehen kann, aber auch mit sehr vielen paranormalen Geschichten teilweise dazwischen. Und ja, ich kannte die Serie nicht. Mhm. Er hat ja gesagt, er hat das gezeichnet in Gespenstergeschichten. Gespenstergeschichten habe ich natürlich auch gelesen, aber weit vor der Zeit. Also er war quasi, mhm, in der letzten Phase von Gespenstergeschichten dabei. Und da habe ich das nicht gelesen und war sehr gespannt. Und es hat mir auch überraschend gut gefallen. Also ich, mhm, hatte mir nicht so viel davon versprochen. Aber dieser Sammelband, in dem die ganzen in Gespenstergeschichten erschienenen Sachen erschienen sind, nachdem die Rechte frei wurden, ist wirklich super. Mhm. Es ist für meinen Geschmack teilweise ein bisschen eckig, was, okay, er so gezeigt hat. Auch die Hauptfigur hätte mich jetzt vom Cover her nicht sofort angefixt. Mhm. Aber also da habe ich auch sehr viel Lust bekommen, mehr davon zu lesen. Er hatte komplett halt nur diesen Sammelband da und ansonsten noch einzelne Hefte und es war leider nicht mehr alle Einzelhefte zu erhalten. Also muss man gucken, ob ich da noch irgendwo was finde. Also ja, also hier kann es dir auch passieren, dass dir einfach mal so ein Skelettwesen dann einfach begegnet, was einer als Schoßhündchen hält und natürlich, ja, die Dämonen sind natürlich auch alle spärlich bekleidet. Ja, aber es schadet ja nicht unbedingt. Er übernimmt halt für Geld Aufträge. Mhm. Und ja, nicht immer gelingt ihm, das alles so umzusetzen, wie der Auftraggeber das hat. Oder ja, das sind auch einzelne Geschichten, aber auch hier gibt es einen roten Faden. Es ist sehr, sehr bunt koloriert. Ich weiß nicht, ob das früher vielleicht in Gespenstergeschichten auf dem anderen Papier ein bisschen anders gewirkt hat. Also, aber es macht eine sehr besondere Atmosphäre. Mhm. Und ja, also, wie gesagt, der hat mich wirklich am meisten überrascht, dass mich die Geschichte durchgehend begeistert hat. So, apropos kleinere Verlage und Heftchen. Ich habe ja hier, regelmäßig bestelle ich was bei Weißblech Comics. Auch die habe ich jetzt. Ach so, ja, genau, jetzt zum ja. Jetzt feiern wir unsere 50. Episode nach. Ja, ja, ja. Das ist eine kleine. Ich habe ein paar Dubletten, mhm, und die verlosen wir jetzt einfach mal. Es ist jetzt natürlich Special Interest so ein bisschen, was ich, also oh, der Hintergrund ist, Weißblech macht das ganz gerne, dass die so Überraschungspakete raushauen. Mhm. Und ich hatte vor Jahren mal eins bestellt und ich glaube letztes Jahr hatte ich eins bestellt und ein paar Sachen waren halt doppelt. Also okay, der Stapel bei ihnen scheint sich nicht zu erschöpfen bei dem, mhm, was da drin ist. Da sind immer ein paar schöne aktuelle Horrorgeschichten oder auch Bella Star ist gern mal drin. Mhm. Oder auch die Steinzeit, das Steinzeit-Girl, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt. Jetzt sag doch mal noch. Carla, Königin der Steinzeit, steht hinten drauf. Mhm. Sag doch jetzt mal kurz, wenn genau, du schon sagst, Bella Star. Damit man es ein bisschen einordnen kann, noch den Untertitel dazu. Bella Star, die Sternenhure, hätte ich anzubieten, und zwar die Nummer 3. Ja. Und dann habe ich noch Tales of the Other, das ist im Prinzip ein Comic, den sie mal gemacht haben für, in der Tat, die Band The Other. Ah, okay. Und die habe ich halt doppelt, falls es jemand haben will, möge er, ja, was soll er machen? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Kann einen Kommentar posten und schreiben, dass es haben möchte auf der Homepage am besten. Macht's euch einfach diesmal. Macht uns einfach diesmal. Macht uns einfach kurz einen Kommentar
wer es gern haben möchte. Ich würde sagen, wer zuerst kommt, mal zuerst, oder? Ja, genau. Einfach, genau. Einzige Bedingung, macht einen Kommentar auf den Blog. Genau. Und dann gehört so. Genau. Ja. Wie gesagt, wer zuerst schreibt, darf auch noch aussuchen, ob es eben jetzt die Tales of the Erste sein soll. Ja, wenn, dann verlosen beides zusammen. Ach so, beides zusammen. Okay, natürlich, gut. Natürlich. Okay. Also, der schreibt, der bekommt beide Heftchen. Ja. Alles klar. Gut. Ja. So machen wir's. Schöne Idee. Ist auch für alle nachvollziehbar dann. Und, ja. Kleines Giveaway. Ja. Ja. Gut. Hast dann du auch was gelesen, Stefan? Ja. Soll ich mal so ein bisschen einspringen? Ich meine, das ist ja immer unsere Fälle, ist ja ziemlich hoch. Ja. Aber, ein bisschen was habe ich auch gelesen. Zwei Sachen. Nein, ich habe mehr gelesen, aber das, was ich gelesen habe, haben wir zum Teil ja auch schon besprochen. So. Genau. Was ein kleines Highlight für mich war so ein bisschen die Ankündigung oder die Überraschung, die ich dann auf dem Salon hatte, weil ich gucke im Vorfeld nicht so oft nach, wer ist denn jetzt explizit alles da. Mhm. War dann die Überraschung, dass Mathieu Bonhomme da ist und seinen Lucky Luke Band promotet im Grunde. Und zwar der Mann, der Lucky Luke erschoss. Also mitbekommen habe ich von dem Band oder von der Hommage, die er macht, schon eine ganze Weile vorher. Und da wurde auch ein Cover gepostet von dem Band und das hat mich atmosphärisch schon so ein bisschen abgeholt. Und Bonhomme kannte ich natürlich auch schon aus diversen Produktionen, die hierzulande bei Salek erschienen waren, wie zum Beispiel die zwei Bände Texas und der Omnibility, ja, also schwerer Titel, ich kann mir das nicht merken, aber das ist, ich glaube, wir hatten es in einer der allerersten Episoden mal mit besprochen. Das war die Geschichte, wo die Welt praktisch alles durch die Augen eines Mannes verfolgen kann oder so, ne? Genau, so war das. Und jetzt kam halt raus, dass dieser Bonhomme halt auch eine Lucky Luke-Geschichte schreibt und auch zeichnet. Anlässlich des 70. Jahrestags von Lucky Luke. Und in Erlangen war es jetzt so, dass man dort diesen Band vorpräsentiert hat, und zwar als eine Spezial-Super-Luxus-Ausgabe in Schwarz-Weiß. was mich natürlich ein bisschen erstmal kurz hat überlegen lassen, ob ich das jetzt wirklich brauche, weil ich mich halt auch so ein bisschen in die Atmosphäre verguckt hatte von diesem Cover und in die Farbgebung da drin. Und habe mich dann halt doch dazu entschieden, weil wenn jetzt einmal Bonhomme da ist, dass man sich dann den Band eventuell auch mitnehmen kann. Und es hat sich insofern für mich gelohnt, weil da halt auch ein wunderschöner Lucky Luke reingezeichnet wurde von Bonhomme. Natürlich ist es ein Standardmotiv, was er im Grunde bei jedem reingezeichnet hat. Man hatte aber noch die Auswahl, soll denn dieser Lucky Luke jetzt rauchen oder nicht? Und das ist so ein bisschen der Kern der Geschichte. Es gibt ja immer so diese Behauptung, früher, als Lucky Luke noch geraucht hat, da war er noch echt, jetzt mit diesem Grashalm und so, das ist ja nichts mehr. Und das hat Bonhomme selbst auch oft genug gehört und er hat jetzt gesagt, ich versuche jetzt einfach mal zu erklären, wie es dazu kam. Also nimmt er nicht einfach so diesen harten Cut, den dann offensichtlich der Verlag damals gemacht hat und einfach von heute auf morgen quasi von Zigarette auf Strohhalm umgestiegen ist, sondern versucht die Geschichte so ein bisschen aufzudröseln, wie es dahin gekommen ist. Und das natürlich mit einem sehr humorvollen Unterton. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht, das zu lesen. Also natürlich werde ich hier jetzt an der Stelle nichts verraten. Wartet ab bis August, wenn ihr nicht an diesen Band jetzt noch rankommt, diesen gelben Einband hier, diesen Sonderband quasi von Erlangen, oder falls ihr ihn noch nicht habt, lest es euch dann selbst durch und ich werde mir mit Sicherheit die normale Ausgabe auch nochmal kaufen, allein wegen der Farbgebung und so weiter und so fort. Aber ich muss sagen, auch dieses Schwarz-Weiß macht hier Spaß in dem Fall. Bonhomme
spielt ja sehr gerne wieder mit Landschaften und mit großen Panels oder mit großen Ausschnitten und hier auch eine Schlägerei und sowas. Und das kommt jetzt hier in dieser Schwarz-Weiß-Variante sehr, sehr gut rüber. Mhm. Also manche Sachen verlieren sich so ein bisschen. Ne? Wie so ein Bild, was jetzt sehr hell gehalten ist, da muss man dann doch schon ein bisschen näher drauf gucken, was hat er da jetzt für Details drin. Aber Bonhomme hat immer sehr viele Details drin. Und dann hast du dann halt auch diese ganzen, wie ich schon gesagt habe, diese Landschaftsbilder mit drin. Und das sieht einfach toll aus. Und da freue ich mich dann halt jetzt auch nochmal, wie gesagt, auf die farbige Umsetzung, wie es dann da rüberkommt. Also ja. Was mir als nicht Lucky Luke-Kenner ich bin ja auch keiner, sofort auffällt, ist halt, dass im Gegensatz zum Asterix nicht versucht wird, den Stil irgendwie zu kopieren. Nee. Zieht also das Bonhomme vollkommen in einem eigenen Stil durch, naja. Das finde ich gut. Also Bonhomme bringt hier vollkommen seinen eigenen Stil rein. Und das war auch so gewollt. Es steht auch von vornherein dabei, dass es eine Hommage an Morris Lucky Luke ist. Mhm. Nebendran sitzen hat man ja noch HD, der im Moment Lucky Luke zeichnet. Und der hält sich mit seinem Stil natürlich sehr an dem von Morris. So ähnlich wie es auch bei Asterix, wie du schon gesagt hast, ist. Wie gesagt, das hier ist halt eine Hommage an die Geschichten von Lucky Luke von Morris. Mhm. Und das darf er in seinem ganz eigenen Stil machen. Und da funktioniert ja auch. Es ist ein bisschen, also zum Teil ist es eine Geschichte, die sehr viel mit Humor spielt. Mhm. Zum anderen ist es eine Geschichte, die so ein bisschen an eine Detektivgeschichte auch erinnert. So ein bisschen noir-mäßig. Mhm. Und da kommt er in so einen kleinen verschlafenen Ort mehr oder weniger und da wird halt die Postkutsche überfallen und die Goldvorräte werden geklaut und da passiert halt auch noch ein Mord dabei. Also der Postkutsche wird quasi ermordet. Und Lucky Luke nimmt sich ein bisschen der Sache an, obwohl es auch einen Sheriff gibt, der wiederum mit seinen beiden Brüdern in diesem Ort haust und auch noch der Vater von diesen dreien wiederum mit irgendwie eine Rolle spielt. Und ja, das ist alles ein bisschen verquickt miteinander und wie sich das dann alles auflöst und warum der Lucky Luke letzten Endes zum Strohhalm greift statt zur Zigarette. Das klärt sich alles in diesem Band. Und das ist richtig gut umgesetzt. Es hat richtig Spaß gemacht. Mhm. Also wie gesagt, ich bin jetzt kein Lucky Luke Fan in dem Sinne. Also ich habe ein paar einzelne Bände zu Hause, die habe ich mal gelesen, aber bin jetzt weit davon entfernt, mich als Lucky Luke Kenner zu bezeichnen. Mhm. Und wenn man da weitestgehend unbelastet rangeht. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man jetzt als Hardcore-Lucky Luke-Fan rangehen würde, aber als Gelegenheits-Lucky Luke-Leser möchte ich mal sagen, macht der Band richtig viel Spaß. Mhm. Und vielleicht auch für Leute interessant, die mit Lucky Luke so noch gar nichts zu tun haben. Ja, mhm. Also da kann man das auch mal empfehlen. Wäre das mal interessant für dich? Eigentlich hat es ja noch lange genug da. Ja, aber er lag hier schon eine Zeit lang und wie gesagt, Lucky Luke ist jetzt nicht so hundertprozentig meins, weil es mir immer. Aber wie gesagt, das ist halt eine in sich abgeschlossene Geschichte, genau, und ist, das kann man nur empfehlen. Es wirkt auch nicht ganz so funny-mäßig. Mhm. Hat hier sogar teilweise einen sehr, sehr bösartigen Gesichtsausdruck da drin. Also es Er ist halt Bonhomme-typisch, ne? Das sind seine, seine Zeichnungen. Manche das ist sein Stil. Figuren wirken geradezu, also ich will nicht sagen realistisch, aber halt weit, weit weg von dem, was wir von Morris gesehen haben. Mhm. Das ist ja, das auf jeden Fall. Also man erkennt, dass es Lucky Luke ist, aber es ist halt in seinem Stil. Ja. Carlsen hat ja eine lustige Aktion, die haben ihre Mitarbeiter als Lucky Luke alle verkleidet. Nee, Ehaber. Ehaber. Ja, richtig. Tatsächlich, ja. Also das war schon. Genau. Da haben sie Aufwand betrieben für diese Kostüme. Mhm. Ja. Also unbedingt eine Empfehlung, wer einfach mal so in das Lucky Luke-Universum eintauchen will, der noch nichts damit zu tun hatte. Und auch für Lucky Luke-Fans oder
wie gesagt, in meinem Fall Gelegenheitsleser, würde ich dann sagen, dass es auf jeden Fall mal ein Blick wert ist. Mhm. Ja. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie der Band dann im August nochmal rauskommt, ob der wie üblich dann als Soft- und Hardcover-Edition rauskommt oder ob das nur als Hardcover rauskommt. Ich glaube, da müssen wir uns, oder habe ich jetzt auch nicht, noch nicht nachgeguckt, müsste ich mal tun. Aber ja, so lange habe ich ja den und wie gesagt, ich würde es mir dann einfach nochmal gönnen. Der ist dann bestimmt auch ein bisschen günstiger als jetzt hier die auf 444 Exemplare habe ich gerade nochmal geguckt. Limitierte Vorzugsausgabe, so nannte sich das. Und hat stolze 49 Euro gekostet. Ich wollte gerade sagen, da hast du den Sketch aber mitbezahlt, ja, meine Fresse. Ja, gut, aber dafür habe ich einen Bonhomme da drin. Ne? Das ist natürlich auch. Und er hat natürlich nur die Bücher gezeichnet. Also viele Franzosen machen das sehr gerne. Ja, finde ich jetzt auch nicht schlecht. Natürlich habe ich es ganz gern gesammelt an einem Flip, wo ich einfach durchblättern kann, aber in so einem Fall, wenn man jetzt so eine Sonderausgabe hat, ja, da ist es dann auch nicht schwer, danach zu suchen und dann weiß man genau, wo da der Sketch drin ist. Mhm. Soll ich weitermachen, lieber Steffen? Ja, könntest du. Ich habe dann hoffentlich hast du nichts dagegen, wenn Teile deiner Couch weg sind, weil die so an mir kleben bleiben. Wir haben heute was? Wir haben heute auf Aufzeichnungsdatum ist heute der was? Der 24. Juni. Ja, es sind exakt 31 Grad hier drin. Ja. Wahrscheinlich durch deine Körperwärme noch mehr. Ach Quatsch. Kann doch gar nicht sein. Ist die Ledercouch auch einfach nur in dich verliebt? Ich weiß es nicht. Also. Couch klebt an mir. Ja, das, manchmal ist es so. Also, was habe ich sonst noch gelesen? Nicht mehr aus Erlangen. Wir sind jetzt an einem Punkt. Oh ja. Wo ich auch weitere Comics, die ich nicht dort gekauft habe. Und aber vergleichsweise wie ich nicht. Aber gut, ich sage ja gar nichts. Ich darf ja gar nichts. Ich wollte es gerade sagen. Ich wollte ja, also. Also natürlich, neben den ganzen Indie-Sachen habe ich natürlich noch so das Standardprogramm, was ich natürlich auch noch lese. Und zwar ist es unter anderem auch Miss Marvel, die Serie, hatten wir auch schon drüber berichtet. Ja. Über eine neue Miss Marvel, eine jüngere mit muslimischem Hintergrund. Guck mal, Tee ohne Geschmack. Namens Kamala Khan. Kannst du Cola auch gerne trinken, oder? Okay. Da ist jetzt der dritte Band rausgekommen. Und mit dem Titel Der Ernst des Lebens. Mhm. Und zwar gibt es da zum Beispiel ein Aufeinandertreffen mit Loki. Ach ja. Und zwar dem Loki aus Loki-Agent von Asgard. Also der jüngeren Version, die nicht so bösartig aussieht und so weiter und so fort. Ich bin noch raus. Kennst du nicht, ne? Durch den Film Loki hat man offensichtlich gemerkt, dass da so eine gewisse Affinität gerade bei den Damen für diese Figur besteht. Also Loki ist durch den Film sehr, sehr, sehr beliebt geworden und so hat man auch die Comicfigur dann halt auf eine sehr freundliche Art mit so kleinen Hörnchen und halt wirklich wie so ein Boygroup-Teenager so ein bisschen dargestellt. Und der. Jetzt würde mich mal interessieren, ob das dann wirklich bei den Leserinnen auch besser ankommt. Ja, das ist in der Tat so, dass die Serie da doch sehr in die Richtung geht. Also es gibt ja so, wie soll ich das sagen, die dieses Marvel Cinematic Universe abfeiern. Und da ist das natürlich eine große Konstante und auch ein großer Fanliebling, was man auch auf Cons und ähnlichen merkt, wo er gerne geladen wird. Aber jedenfalls Loki sprengt dann so ein bisschen die Schulfeierlichkeit von der Kamala Khan. Und na, wenn man den Gott der Lüge quasi auf seiner Schulfeier hat, mehr brauche ich da nicht zu sagen. Wie kommt es dazu oder verrätst du dann so viel? Also wie kommt er auf sie oder hat das gar nichts mit ihr zu tun? Ja, nee, mit ihr direkt nicht, aber es hat natürlich damit zu tun, dass er auf der Erde als dieser Agent unterwegs ist. Das kommt auch so ein bisschen aus der Reihe. Die erstaunlicherweise auch bei Panini erscheint. Ich habe sie damals bei Comixology gelesen, weil ich nicht gedacht hätte, dass die kommt, aber der Erfolg war dann doch wohl so groß, dass sie auf Deutsch gebracht haben. Was anderes, was dann noch passiert, es fing ja als sehr, sehr fast schon kindliche Serie an. Die Kamala Khan, die wir im ersten Band kennengelernt haben, die war ja noch sehr unbeholfen und noch sehr, sehr kindlich drauf. Hier ist es mittlerweile allerdings auch schon so, dass sie sich so ein bisschen auch verliebt, was natürlich ihrem fundamentalistischen Bruder, der sich natürlich auch im traditionellen muslimischen Gewand hier mit Kappe und Bärtchen und so durch die Gegend bewegt, überhaupt nicht gut gefällt, obwohl
ihr Angebeteter auch von einer befreundeten Familie aus Pakistan irgendwie abstammt oder sowas. Ja. Aber trotzdem möchte ihr Bruder nicht, dass die allein unterwegs sind. Zum Schluss kommt es dann tatsächlich noch zum Aufeinandertreffen mit der richtigen Miss Marvel wieder. Und was mir sehr gut gefallen hat, waren unterschiedliche Zeichner am Werk diesmal auch. Und für mich ist es einfach so, dass Adrian Alfona, also der auch schon für Runaways gezeichnet hat, die Serie einfach definiert hat mit diesem ganz besonderen, bisschen verlaufenden Stil, den er so an den Tag legt. Der hat für mich die Serie und die Figuren auch definiert, wie zum Beispiel der Vater teilweise aussieht oder auch der Bruder, wenn er so böse guckt und sagt, hier, wir müssen jetzt, was der Koran uns sagt, müssen wir unbedingt einhalten und so weiter. Das hat er definiert und die letzte Geschichte kommt wieder von denen. Hingegen die Liebesgeschichte, da muss ich wiederum sagen, da hat mir die Kamala überhaupt nicht gefallen. Okay. Also in dem Sinne, es soll ja, die Prämisse war ja, es soll eine muslimische Superheldin sein aus dem muslimischen Kulturkreis. Und das könnte so ein bisschen auch Mary Jane sein, die mit dunklen Haaren durch die Gegend läuft. Also okay, an der Stelle auswechselbar dann. Ja, das war mir dann zu wenig in dem Bereich, zu wenig deutlich. Dass es eben nicht die typische 60er-Jahre-Marvel-Serie ist, wo du gerne blonde Darsteller hattest und alle sind weiß oder so, sondern da ist mir, also die Feinheiten waren mir da nicht zu genug. Während Alfona natürlich, ich würde es nicht richtig als Schubs, aber du erkennst es hundertprozentig wieder. Als ich das gesehen habe, habe ich sofort gesagt, hier, Alfona, das Runaways ist und selbst mir jetzt gerade aufgefallen, weil ich hatte ja auch mal den ersten Band damals reingeblättert. Ja. Und das bin gespannt, wie sich das jetzt in der neuen Marvel-Welt alles beweisen wird mit der Kamala Khan, wie intensiv sie aufgenommen wird. Es gab ja auch schon so Teenie-Versuche von Marvel-Serien, die dann mehr oder weniger gefloppt sind. Das Gravity zum Beispiel ging so in die Richtung, um so ein bisschen neuen Peter Parker zu schaffen. Das hat alles nicht gefruchtet. Ja. Aber also für mich ist das bereits jetzt schon ein fester Bestandteil und ein schöner Bestandteil von Marvel. Okay. Ich hoffe, sie versauen es nicht. Wie jetzt zum Beispiel DC wieder Reboot, aber da könnten wir, glaube ich, einen eigenen Podcast drüber machen, ob das wieder Sinn macht oder ob das nicht Sinn macht, uns zurückzudrehen oder doch nicht zurückzudrehen. Ich glaube, da brauchen wir keinen Podcast zu machen. Das ist Bullshit. Ist, wie gesagt, aber na gut. Ist jedes Jahr eine neue Krise und ja, was weit davon entfernt ist. Von was? Von jedes Jahr eine neue Krise, ja. Sondern stattdessen einfach eine Superheldengeschichte auf sehr hohem Niveau ist, wie ich es immer wieder predigen werde, ist Miracle Man. Zwar ist da jetzt der vierte Band, das goldene Zeitalter, erschienen. Die neue Interpretation stammte ja von Alan Moore. Der hat dann das Zepter aber abgegeben an Neil Gaiman, der mit Mark Buckingham tatsächlich dann die Serie weitergeführt hat. Allerdings stammt das halt auch alles noch aus den 80ern. Und ich möchte es nur kurz, ja, okay. Möchte es fotografieren, ja. Stammt das alles, ist das noch 80er Material? Es wird immer mal so ein bisschen gemunkelt, es käme da was Neues. Aber was richtig bestätigt ist, habe ich dazu noch nicht gelesen. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Mark Buckingham sieht natürlich zu der Zeit noch nicht ganz so aus, wie wir ihn später von Fables kennen, aber es ist halt trotzdem sehr, sehr eindringlicher Stil. Was mir aufgefallen ist, es wird noch relativ oft gearbeitet mit irgendwelchen reinkopierten Elementen, zum Beispiel von Häusern oder ähnliches. Also das fand ich nicht so prickelnd. Ansonsten kann man sich das sehr gut angucken, speziell weil er viele Stilmittel mixt. Also er hat hier so eine Episode, die ist fast so wie ein Cartoon gezeichnet, wie wir zum Beispiel von Calvin und Hobbes kennen. Okay. Wo das sehr, sehr überzeichnete Gesichtsausdrücke und ähnliches, was aber dann innerhalb von ein paar Paneln wieder wechseln kann zum komplett realistischen Stil. Und er hat auch eine, wie soll ich das sagen, eine Kurzgeschichte drin über Winter. Also Winter ist die Tochter von Miracle Man, die natürlich auch übernatürliche Kräfte hat und einfach mal so ein bisschen in Richtung Franklin Richards, so mega mächtige Wesen oder Valeria
eigentlich eher, durch das Weltall cruised und diese Geschichte wird vorgelesen, wie halt in einem Bilderbuch. Und also der Stilmix von einer Person macht es hier aus. Und natürlich Neil Gaiman, muss ich kein Wort mehr zu verlieren, ist einer der brillantesten Comic-Autoren generell. Und hat er damals schon bewiesen. Es ist auch in der Tat so, dass nicht Miracle Man die Hauptperson des Bands ist, sondern so ein bisschen das Umfeld. Also es gab ja den großen Kampf zwischen Miracle Man und seinem Widersacher und er hat dann im Prinzip die Welt so ein bisschen vereint und ja, so eine gewisse Superhelden-Utopie geschaffen, wo er halt auf einem riesigen Gebäude thront, was er gebaut hat und so weiter. Und dann gibt es so ein paar Wanderer, die einfach auf dieses Gebäude dann drauflaufen. Und diese Reise begleitet dann den Leser zum Beispiel im ersten Teil vom Band. Also es ist, ja, also wem solche Sachen wie Sandman und ähnliches, wo es mal ein bisschen in die Metaebene reingeht, gefallen, der sollte hier auf jeden Fall auch zuschlagen. Also das ist um so vieles besser als vieles, was ich bei DC, Marvel und anderen Verdächtigen in dem Bereich aktuell sehe. Und also ich muss sagen, wirklich, Panini, sehr geil, dass die das gebracht haben. Mhm. Natürlich, die Bände sind, ich habe jetzt wieder den Hardcover natürlich mit 39 Euro. Ist jetzt kein Schnapper, den gab es natürlich auch wieder mit Schubs und Schlag in Erlangen für nochmal einen 10er extra oben drauf signiert. Aber das ist halt wirklich richtig, richtig gute Superheldenkost, die wirklich, also natürlich ist es kein Watchmen, aber also es geht stark in die Richtung dann halt, die Gedanken, die Moore und jetzt natürlich auch Gaiman zu diesen ganzen Meta-Human-Geschichten hier haben. Das also gönnt euch das echt mal, wenn ihr wirklich mal wieder frustriert seid, so zum 100. Mal gelesen, wie Wolverine Sabretooth verprügelt und einer der beiden dabei stirbt und dann 3 Monate wieder, später wieder kommt, hier habt ihr was, wo das halt nicht passiert und das einfach für sich halt funktioniert, ohne ein riesiges Universum. Trotzdem wirklich, wirklich geiles. Ja. Ich stell die nicht mal so weit weg. Bist du da? Ja. Hast du die zwischendurch, hattest du die auch ausgeliehen? Achso, du fotografierst sie natürlich nur. Ja. Ich wollte gerade sagen, der Lesestapel wird immer höher. Ja, das kann ich eh nicht alles. Wo ich eben noch über die Superhelden-Serien, die aktuellen, gelästert habe, komme ich natürlich nicht hin, eine weitere vorzustellen. Und zwar ist das die Silver Surfer-Serie von Dan Slott und Michael Allred. Sag das dreimal schnell hintereinander, Silver Surfer-Serie. Ja, was passiert dann? Dann bricht die Erde auch wahrscheinlich. Ja. Das Allred ist natürlich ein Zeichenstil, der kann einem gefallen oder nicht. Also ich bin großer Fan und ich hatte schon bei den anderen Bänden, die ich vorgestellt hatte, schon erwähnt, was hier richtig gut ist, dass er es nicht selber schreibt. Okay. Weil der Sepp feiert das ja auch regelmäßig ab, was der Allred da so macht. Madman finde ich gut, aber manchmal übertreibt das für mich mit seiner Geschichtenschreibung. Mhm. Und hier ist es einfach das Dan Slott, ne, den mir zum Beispiel Batman hatte, glaube ich, gemacht. Das schreibt, kommen wir da in ein ganz anderes Level und er kann sich wirklich auf seinen wundervollen Zeichenstil und seine Damenzeichnungen auch, also er zeichnet ja die Gespielinnen seiner Helden, zeichnet er ja auch sehr gerne, wobei die Freundin vom Silver Surfer hier natürlich mehr als also die Dawn Greenwood mehr als eine Nebenrolle hat, also die ist da sehr federführend in der Serie und ja, es ist einfach wunderschön, auch experimentell. Also in der ersten Geschichte gleiten sie in so eine Zeitschleife rein. Das heißt, verschiedene Sachen wiederholen sich und du gleitest da mit dem Heft auch wieder rein, weil das geht in den unteren Panels, jetzt mal einfach erklärt, geht der Erzählstrang los und irgendwann dreht sich das aber, du musst den ganzen Band drehen und dann von der anderen Seite lesen, um dann wieder in die Zeitschleife reinzukommen. Also ist auch das, da haben sie es umgesetzt, habe ich so bislang auch noch nicht gesehen. Ja, das ist einfach ja Popcorn-mäßig kunterbunt und gewisse Liebe zu den Weltraumfiguren von Marvel sollte man natürlich auch, also es ist auf keinen Fall was du jemanden in die Hand drückst, der einfach mit der Materie anfängt, weil der keine von diesen ganzen Weltraumentitäten und ähnliches kennt, aber wenn du da so einen gewissen Faible für hast, gerade so wie es bei Kirby früher so der Fall war, so in die Richtung geht das, also dann kommst du um die Serie Silver Surfer auch mit diesem Band nicht rum. Mhm.
Ich glaube, müssen wir gerade hinten reinschauen, ist aber auch, ja, es steht auf jeden Fall Ende hinten drauf. Also ich glaube, dieser Story-Arc, dieser Run, ist dann mit den drei Bänden auch gewesen, was bei sehr, sehr vielen Serien momentan ist, aber ja, durch den Cut, den auch Marvel irgendwie so ein bisschen vollführt, ja, ist es ja dann halt so. Wenn das in Zukunft so weitergeht, dann haben wir dann immer schöne abgeschlossene Dinge. Ich habe nichts dagegen. Also im Zweifel abgeschlossene Dinge und dann, also im Zweifel schöne abgeschlossene, ja, Dinge, so rum. Und ja, warum nicht? Ja, also dann ist mir lieber als bei DC, jedes Jahr fangen wir wieder neu an, das zu erzählen. Das trifft sich auch ganz gut mit meiner Einstellung, die ich ja jetzt habe, dass ich dann halt nur noch ausgewählte Sachen konsumieren will. Von daher ist das optimal. Man kommt ja gar nicht drum rum, das irgendwie auszuwählen. Trotz, dass immer viel gemacht wird, wie schlecht der Comicwelt geht, kommt ja so viel raus, dass du kannst es nicht komplett haben. Du kannst noch nicht mal einen Verlag komplett, du kannst vielleicht da die Books komplett haben. Das kann doch, oder Virtual Graphics. Das kriegst du hin, aber bei Splitter, Pandemie, bei Splitter wird es schwierig. Und bei, du kommst nicht mehr hinterher. Das sind selbst bei kleineren Sachen auch wie... Wobei, ich habe gehört, es gibt sie noch, die komplett Splitter-Leser. Ja, aber ist die Frage, ist, ja, es gibt vielleicht die komplett Splitter-Sammler, aber ob das die komplett Splitter lese, also ich ja, behaupte mal, davon ich lese viel, aber wie willst du da hinterherkommen? Also du musst in Rente sein. Sagen wir mal die Käufer. Es macht dann für mich auch keinen Sinn, wenn ich ein komplettes Verlagsprogramm hier hinstelle und es nicht lese halt. Jetzt würde ich nochmal kurz, weil du gerade so bei so Klassikern warst, mehr oder weniger, komme ich mal zu einer anderen Art von Klassiker. Und zwar macht der gute Flix ja seit ein paar Jahren im Carlsen Verlag, bereitet er quasi klassisches Material in neuer Form auf. Faust und Don Quixote war das, ne? Okay. Faust habe ich zu Hause. Immer noch nicht gelesen, aber Don Quixote habe ich zum Beispiel, glaube ich, nicht. Würde ich mir dann aber bei Gelegenheit mal noch gönnen. Und jetzt, was ich mir jetzt aber gegönnt habe, ist Münchhausen. Ist ein neuer Band von Flix, bei Carlsen erschienen. Von Flix auch getextet, aber von Bernd Kissel gezeichnet. Mhm. Das ist also in dem Sinne ein Novum, wenn man die bisherigen Bände von ihm kennt. Das heißt, also hier hat er wirklich nur als Autor funktioniert und gibt die Zeichnungen diesmal ab. Und ich muss sagen, das passt sehr schön zur Art der Geschichte. Also kurz auf den Inhalt. Münchhausen ist natürlich vielen ein Begriff. Das ist der bekannte Lügenbaron aus dem, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, aus dem 18. Jahrhundert. Und diese Geschichte, die uns jetzt hier Flix liefert, spielt allerdings am Vorabend des Beginns des Zweiten Weltkriegs. Und ein gewisser Sigmund Freud sitzt da in London. Und sitzt er in London? Nee, er sitzt, glaube ich, nicht. Oder sitzt er doch? Ich weiß es gerade nicht. Aber jedenfalls wird er später hinzugerufen. Also der junge Mann, der da, oder der ältere Mann, der da behauptet, der berühmte von Münchhausen zu sein, taucht praktisch auf dem Dach des Buckingham Palasts auf und behauptet, er wäre gerade vom Mond herabgestiegen. So, und natürlich halten die Funktionäre in London ihn für einen Spion und Sigmund Freud soll nun rausfinden, ist es ein Lügner oder ist es ein Spion oder was ist mit dem los, ne? Und er erticht so nach und nach auch ungefähr die Geschichten auf, die wir schon kennen von Münchhausen. Natürlich lässt man sich hier die Freiheit, das ein oder andere ein bisschen anders darzustellen. Ja? Aber die Spielerei funktioniert und also aus meiner Sicht und die spielerische Darstellung auch. Also das ist so, du hast ja vorhin schon mal reingeguckt und hast gesagt, so franco-belgisch, angehaucht. Das funktioniert hier bestens. Also es macht richtig Spaß, hier durchzublättern, weil es auch viele Details drin hat und dann auch manchmal wieder Szenen,
Es hat mich direkt an den neuen Spirou-Zeichner, richtig, in, ja, in das so, Standard-Team erinnert. So, so, so also der ja. Hauptdarsteller, gerade mit den, die Augenpartie, das Gesicht, das, mhm. das könnte aus dem Spirou sein. Mhm. Ne? Und während ja. Flix ja an sich eher so ein bisschen kantiger ist, ne? Genau. Und Sigmund Freud, der hier so ein bisschen dargestellt ist, erinnert mich jetzt so ein bisschen lose an einen der alten Knacker. Könnte stimmt, ja. Sagen, ne? Stimmt, ja. Ja. Die alten Knacker haben wir ja auch schon besprochen und im Splitter Verlag erschienen und so weiter und so fort. Genau. Und das Ganze ist durch und durch in Schwarz-Weiß oder mit Graustufen gehalten, bis mhm. auf eine Ausnahme, die ich jetzt hier nicht verrate. Und da wird es dann bunt. Und ja, also man merkt im Band, also der Erzähler, also der Münchhausen quasi, nimmt den Sigmund Freud hier nach und nach mit in seine Welt hinein. Und das macht richtig Spaß, sich da durchzuarbeiten. Es ist ganz sinnvoll, wenn man sich vorher vielleicht mal so kurz die Wikipedia-Seite auch anguckt, so ein mhm. bisschen, um zu vergleichen. Also, weil da sind die Geschichten so lose aufgelistet. Mhm. Und also die Herr Münchhausen erzählt hat, um einfach mal so ein bisschen, also wenn man sie eh nicht auswendig kennt, so. Mhm. Dann so ein bisschen zu entdecken, was hat man denn jetzt hier so ein bisschen, wo ist man so ein bisschen abgewichen, was hat man so ein bisschen angepasst. Aber natürlich, auf dem Cover sieht man es auch schon. Das mhm. bekannteste ist ja natürlich der Ritt auf der Kanonenkugel. Und ja. Also ich kann nur wärmstens empfehlen, den Band mal reinzugucken und allein von den Zeichnungen, also wie gesagt, die Geschichten kennt man ja und das ist eine andere Herangehensweise an das Ganze und ja. lässt natürlich viel Interpretationsfreiraum. Und um das zu beschreiben, ich meine, er reitet halt nicht auf eine Kanonenkugel, sondern er reitet da auf eine, auf ja. irgendwas, auf einer auf eine genau. auf ein Geschoss aus einer Haubitze, ja. trägt dabei eine preußische ja. Uniform mit der Pickelhaube. Genau. Und unten siehst du jede Menge deutsche Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg hinter eben einer solchen Haubitze auch stehend mit Stacheldraht und so weiter. Also zeitlich sehr versetzt und ja, ja finde ich genau. finde ich nicht schlecht. Hat auch mein Aufsehen erregt, dass ich mir das ausleihen werde. Genau, also wie gesagt, zeitlich alles ein bisschen angepasst hier und ja, was wollte ich dazu jetzt noch erzählen? Irgendwas ist mir gerade noch in den Sinn gekommen, aber ich komme gerade nicht mehr drauf. Mhm. Ja, schaut es euch an. Wie gesagt, ich habe mich gleich in die Zeichnung verliebt. Die Koloration, wenn man es denn jetzt so, also es ist ja auch eine Koloration, hier halt mit sehr vielen Graustufen, stammt von Marvin Clifford. Oh, okay. Und ja, guckt es euch an, also wer auf franco-belgische Zeichnungen steht und so ein bisschen das ganze Cartoon hat. Saarland ist ja auch sehr nah dran halt auch. Ja, das kommt noch erschwerend hinzu, wollte ich fast sagen, aber ja, das ist man merkt da so die Einflüsse, ja. Die da auch aus dem Nachbarland von Bernd Kissel da reinspielen. Also Bernd Kissel, der Zeichner, stammt aus dem Saarland, hat da auch ein paar Saarland-bezogene Comics gemacht. Ja. Kann man sich mal angucken. Es gibt da Webseiten zu, werde ich hier vielleicht auch verlinken. Und wenn ich es nicht vergesse. Und ja. Und klar, der franco-belgische Einfluss ist auf jeden Fall da. Mhm. Ja. Also das. Und es ist, wie gesagt, eine recht frische und etwas andere Herangehensweise an die ganze bekannte Geschichte. Mhm. Ja. Möchtest du noch? Einen hätte ich noch. Einen hast du noch. Und zwar habe ich hier mir geholt den Sammelband von Xavier. Ja. Ebenfalls bei Panini entschieden, ursprünglich bei Image Comics, geschrieben von Todd McFarlane, aber wahrscheinlich mit einem recht hohen Anteil auch von Brian Holguin, mit dem er ja auch schon Spawn damals zusammen gemacht hat. Mhm. Also habe jetzt nichts dazu gelesen, wie sich der Workflow da zusammengesetzt hat, aber ich denke, er hat ihm die Eckdaten gegeben und Brian Holguin hat dann ausgeführt, ja, wie man es vom Todd da mittlerweile kennt. Gezeichnet
hat es Clayton Crane, der auch schon was von Spider-Man gemacht hat. Und der ist halt in dem Sinne kein Zeichner, sondern Digitalmaler. Was du halt in jedem Panel auf jeder Seite halt auch siehst. Das ist halt ein ganz besonderer, eigenwilliger Stil. Ja, also als hätte jemand ein Gemälde gemalt und dabei digitale Farben so verwendet. So würde ich es jetzt einfach mal beschreiben. Das ist keine klassische Comic-Optik, sondern du könntest es auch Animationsfilm trifft es jetzt auch. Also ich weiß nicht, wie ich es beschreibe. Also es hat einen sehr, sehr besonderen Stil, den er hier hat. Und der den Band auch sehr oft definiert. Savior, also der Erlöser in dem Falle, ist eine biblische Anspielung, wobei in dem ganzen Band jetzt nicht gesagt wird, ist jetzt Jesus, ist jetzt nicht Jesus. Die Geschichte ist aber, es passiert ein Flugzeugunglück, also ein Flugzeug crasht in eine Stadt rein und es gibt natürlich viele Tote, viele Verletzte. Und aus dem Chaos steigt ein komplett nackter Mann, der ein kleines Mädchen auf den Arm hat, was in diesem Flugzeug abgestürzt ist. Ob er in dem Flugzeug gesessen hat oder nicht, das weiß man halt nicht. Und warum das Flugzeug abgestürzt ist, weiß man auch nicht. Und es kommt einem natürlich komisch vor, deswegen wird er dann auch von der Polizei verhört. Und es entspinnt sich da so eine kleine, Liebesbeziehung ist es auch nicht, aber so eine gewisse Love-Interest-Sache irgendwie doch schon zwischen demjenigen, der hier als Savior bezeichnet wird, ne, weil die Medien das schnell aufgreifen, dass da jemand komplett da rauskommt und relativ schnell ist klar, dass das kleine Mädchen sich nur erinnern kann, sie saß im Flugzeug, plötzlich lag sie auf der Erde, war schwer verletzt und mehr weiß sie dann nicht mehr, bis in den Armen von diesem Menschen da wieder rauskam. Und da sind die Medien natürlich sehr schnell dabei, zu sagen, gerade im fundamentalistischen Bible Belt hier in Amerika, das ist jetzt Jesus, der auf der Erde wandelt. Und mehr möchte ich zu den weiteren Verstrickungen gar nicht sagen. Es wird dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Das ist ja gern ein oft, also nicht nur bei, ich meine, Todd McFarlane hat es auch schon oft benutzt, dieses Himmel-Hölle-Ding. Und auch Mark Miller hat die eine oder andere Geschichte mit göttlichem Bezug, wo wir auch nicht so genau wissen, ist das jetzt ein Mutant, ist das jetzt der Sohn Gottes oder wer auch immer. Und in diese Nische schlägt es halt wieder komplett rein. Ist also ja was Neues auf keinen Fall. Aber wie oft bei McFarlane ist halt, dass er Sachen nimmt und die einfach sehr gut wieder rausproduziert in seinem eigenen Stil, und das hat er hier auch geschafft. Und ja, gerade der Zeichenstil ist halt unglaublich beeindruckend für mich, weil ich den noch nicht sehr oft was in der Richtung gesehen hatte. Und da würde mich wirklich gern interessieren, was macht er da mit dem Computer, dass das wirklich so aussieht, wenn das wirklich nur am Computer aussieht, also so, also ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Na, vielleicht weiß einer von den Zuhörern, wie sich sowas gestaltet, aber dafür, dass es alles wirklich digital ist, sieht es halt sehr, sehr lebendig trotzdem noch aus. Klar, baut er auch gern mal entsprechende Effekte ein. Hier ist zum Beispiel so ein Panel, wo ja mehr oder weniger was explodiert, dann fliegen da so Brocken durch die Gegend und auch so Wassertropfen, und du siehst die dann sehr, sehr detailliert, dass der Hintergrund verschwimmt. Also da würde mich interessieren, wie viel macht dann der Computer und wie viel macht dann letztendlich noch der Künstler halt, ne? Hat es denn wirklich mehr mit Layout für was zu tun? Also das ist ein besonderes Ding. In sich abgeschlossen, theoretisch wäre auch eine Fortsetzung unter Umständen möglich. Okay. Also das Ende ist ein bisschen offen, was das Ganze betrifft. Aber wer einfach mal... Aber es macht die Handlung rund. Ja. Und sehr günstig auch, 20 € Kurs der Bond. Also da kann man auch unterm Strich nichts falsch machen, wenn einem die Thematik dann wirklich auch behagt. Ja, und
gewisse Religionskritik ist auch dabei. Das muss ich immer sagen, mir gefällt das gut, aber es gibt natürlich Leute, die das überhaupt nicht gut finden können. Das kann ja jeder, mag ja anbeten, was er gerne möchte. Und bin ich sehr gespannt, wie dieser Band so bei der Leserschaft so ankommt. Ja, jetzt habe ich leider schon so viel, sonst würde ich dir auch noch. Aber naja, gut. Okay. Ja. Dann wir warten jetzt auf unsere Pizza. Genau. Wir warten jetzt auf unsere Pizza. Gehen in kühlere Räume. Genau. Der Steffen legt sich vielleicht jetzt nochmal mit den Kindern ins Planschbecken. Ja, genau. Ich lege mich jetzt nochmal ins Wies. Wir haben kurz überlegt, ob man nicht sogar aus dem Planschbecken podcasten, aber also heute wäre es wirklich sinnvoll gewesen. Ja. Ja. Naja. Gut. Dann, genau. Schalten wir jetzt noch ins Offenbacher Außenstudio. Nee, Außenstudio ist ja hier. Wie sagt man das denn? Ja, in letzter Zeit, waren wir in der Tat mehr im unterfränkischen Bereich tätig als bei den Kobolden. Genau. Aber jetzt schalten wir nochmal ins Studio Offenbach. Macht's gut. Haut rein. Willkommen im Studio Offenbach. Heute 4 Sprecher. Ne? Liam wird nicht sprechen. Das Liam sagt du? Was? Nope. Okay. So, ich bin da. gerade frisch aus dem fränkischen Studio. Ganz frisch. Nur ein paar Wochen gedauert. Ja. Hust. Er ist nicht so schnell, das kommt mit dem Alter. Zum Wohl erstmal was trinken. So. Sehr schön. Nach der Hitzewelle, dann die Sturmwelle. Jetzt kommt die Matewelle. Matewelle ist immer gut. Wir sollten uns von denen bezahlen lassen. Wir sollten uns mal sagen, wer alles hier ist. Hallo, ja, ich bin krank. Ich war nämlich gerade auf dem Comic-Con Stuttgart und das bedeutete Klimaanlage an, Klimaanlage aus, Klimaanlage an und sterbt einfach alle. Ja. Auf Twitter kann man auch schön nachlesen, wie einfach alle krank sind. Wie einfach alle gestorben sind. Ja. Gut, da kommen wir gleich nochmal zu. Ansonsten ist hier noch die Feli. Der Liam pennt. Liam ist klein, weich, flauschig und hat 4 Pfoten. Und wir erwähnen ihn nur, falls es dann irgendwann mal raschelt und klingelt, damit ihr wisst, dann ist das in jedem Fall immer... Egal, was es ist. Auf jeden Fall Liam. Ja, Liam ist immer schon. Liam. Wenn es auf dem Tisch klopft. Ja. Das war alles Liam. Plopp. Genau. Wenn es auf den Tisch klopft, aber der Preetstorm ist ja gar nicht da. Genau. Ja. Preetstorm ist momentan hält er die Für die Stellung Geräuschuntermalung heute Studio. Zuständig. Liam, das war auch gerade Liam, der hat an der Flasche gedreht. Ja, natürlich. Liam ist das neue Maskottchen. Ja. Weil mein Mann nicht hier sein kann. Deswegen kommt heute die Weisheit des Tages auch von Liam. Liam, genau. Wir müssen nur ein bisschen nachhelfen. Genau. Was gibt's denn sonst Neues in Sachen von Comics? In Sachen Comics? Von Comics sagt man. Von und zu Comics. Von und zu Comics ist ein adliger Titel. Ja, wie gesagt, kommt halt jetzt sehr viel Comic-Con-Nachbesprechung. Ich würde sagen, damit fangen wir auch mal an, weil wir haben im ersten Teil haben wir noch mal so ein bisschen den Comic-Salon in Erlangen Revue passieren lassen. Dann würde das jetzt ganz gut passen, wenn du vom nächsten Event ein bisschen berichtest. Genau, also ich muss erstmal sagen, es verändert sich ja gerade so ein bisschen die Comic-Landschaft in Deutschland, dadurch, dass ja die ganzen Cons gerade aus dem Boden schießen. Es gibt ja demnächst auch die Comic-Con Frankfurt, dann gibt es doch die Epic-Con. Dann siehst du, das kann man gerade mal noch Cost erwähnen. Day, also das ist ja hauptsächlich Frankfurt fokussiert. In 2 Wochen ist der Cost Day. Der ist ja dann wahrscheinlich schon wieder vorbei, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird. Was gibt's noch? Stuttgart, was war denn dieses Jahr noch? Ja, dann war Düsseldorf. In Hannover ist da noch eine, oder? Weiß ich gar nicht. Das ist die MTM. Dortmund war es, genau. Dortmund ist noch im Ende des Jahres, ist die, genau. In Berlin ist noch eine. Ja, es ist voll verrückt. Und wie gesagt, in Hannover war, glaube ich, noch eine von den selben Veranstaltern, die auch die in London machen. Um mal aus der Perspektive von Comic-machenden Leuten zu sprechen. Ich weiß nicht genau,
ob das, also ob diese Menge an Kunst, ob das positiv oder negativ ist, weil man hat schon gemerkt. Liam, schraub leiser. Liam, böser Liam. Liam gibt sein Bestes. Was cool war, ich war jetzt zum allerersten Mal auf einer Comic-fokussierten Convention. Ich bin normalerweise immer auf einer Manga-fokussierten Convention. Und einfach nur aus meiner Perspektive, die Leute gehen schon völlig anders damit um. Auf einer Manga-Convention wurde ich noch nie gefragt, ob ich ein Porträt einer Person zeichnen soll. Das ist wohl gang und gäbe auf einer Comic-Convention, dass man sich von Zeichnern, die man mag, porträtieren lässt. Das war für mich sehr verwirrend. Ich habe auch die ersten Leute, die danach gefragt haben, gleich weggeschickt. Ich mache das nicht. Ja, ob das gang und gäbe ist nochmal so eine Frage. Viele machen das so. Ja, ich war verwirrt. Sowas gibt es halt auf Manga-Conventions nicht. Auf Manga-Conventions gehst du normalerweise zu den Zeichnern hin, die du magst, und lässt dir dann von denen deren Charaktere zeichnen. Ja. So kenne ich es jetzt auch beim Comic auch eigentlich. Wie gesagt, ich hatte mich auch darauf eingestellt, aber es war... Es ist ja schön, dass du mal davon berichtest, dass es auch andersrum gibt. Also ich weiß, dass es das gibt, dass sich Leute zeichnen lassen, immer wieder in anderem Stil, logischerweise. Genau. Und das, wie gesagt, ich kannte das so überhaupt nicht. Ich bin jetzt, seit ich 18 bin, gehe ich auf Conventions, also jetzt schon fast, also über 10 Jahre, gehe ich auf Conventions und... hatte noch nie eine Person gezeichnet, die vor meinem Stand steht. Und auf der Comic-Con Stuttgart habe ich das dann im Prinzip am laufenden Band gemacht. Und die Leute waren auch wohl ganz glücklich damit. So, also einfach nur, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass die Menge an Cons vielleicht nicht so geil ist, weil ziemlich viele sich beschwert haben, dass der Umsatz nicht ganz gestimmt hat. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Comic-Con Stuttgart war ja das erste Mal, dass sie dort stattgefunden hat. Und dass sie einfach noch nicht das etablierte Publikum hat oder einfach noch nicht genau klar ist, was da passiert. Aber ich denke auch, dass es für die Künstler wahrscheinlich noch eine extra Belastung ist, wenn du auf viele Cons fahren musst, wo halt dann nur ein paar deiner Fans hin können, weil die nicht sich leisten können, zu jeder Con zu fahren. Dann verlierst du natürlich quasi Umsatz. Erlangen ist super wichtig, denn da... Die in Hannover war, glaube ich, noch zwischendrin. Ja, genau, die war noch dazwischen, genau. Und man muss das alles mit berücksichtigen. Also, du hast Erlangen-Fricht, du hast die in Hannover-Fricht, du hast jetzt die in Stuttgart-Fricht. Du hast Ende des letzten Jahres die in Dortmund erstmals. Und es kommen noch welche, also es kommen noch die in Berlin. Im Manga-Bereich gab es noch die Hanami dazwischen. Genau. Das ist auch noch recht groß. Es ist einfach zu viel und die Leute müssen auch gucken, geht man jetzt hin. Und wo lasse ich mein Geld? Und das Schlimme ist halt, wenn der Eintritt schon recht hoch ist, also auf der Stuttgart fand ich jetzt, es sind ja nur 2 Tage, 32 Euro war der Eintritt. Ich weiß nicht, wie viel du mitbekommst. Also ich... muss ganz ehrlich sagen, ich saß nur am Stand. Ich habe fast nichts mitbekommen, dadurch, dass das so einfach aufgeteilt war. Ich bin vielleicht 20 Minuten insgesamt in den 2 Tagen überhaupt rumgelaufen und das hauptsächlich durch die Zeichnermeile. Ich habe mir ansonsten ganz, ganz wenig nur angucken können. Auch was für mich total... Ich habe noch nie eine Comic-Con wirklich mitgemacht. Das heißt, die ganzen Schauspieler, die da waren, bei denen du dann deine Interviewkarten Unterschriftskarten dir holen konntest, das war ganz fremd für mich, weil das war verwirrend für mich. Was sind denn Interviewkarten? Nicht Interviewkarten, du konntest zu den Interviewpanels hin und dann konntest du dir Interviewpanels und dann konntest du dir... Diese Fotokarten und Fotokarten, Autogrammkarten und Gespräche, verschiedene Abstufungen irgendwie kaufen, wurde mir zumindest erzählt. Ich hoffe, das stimmt so. Wie gesagt, ich habe das nicht gemacht. Na, wir werden nochmal mit jemandem aus der Besucherperspektive sprechen. Ja, das wäre, glaube ich, in dem Fall ganz nice, weil ich das einfach überhaupt nicht habe. Ich war einfach Aussteller und da habe ich einfach auch nur die Ausstellerperspektive, die richtig cool war. Also ich muss sagen, dass ich mich in dieser Comic-Bereich sehr wohl gefühlt habe. Und dass auch meine Sachen wohl ganz gut da reingepasst haben, jetzt mal. Wie gesagt, ich war verwirrt, dass es diese auf Erlangen oder auch auf der Buchmesse, zumindest früher, lag ja der Fokus hauptsächlich auf den Zeichnern als Stargäste. Und dass dort dann auf einmal Schauspieler Stargäste waren, war für mich ein bisschen befremdlich. So als, weil was hat das denn am Ende mit Comic zu tun? Ja gut, ich meine,
Das rührt natürlich daher, dass die Comic-Cons in den USA auch in den letzten Jahren immer weniger mit Comics an sich zu tun haben. Genau. Und das natürlich sind die großen Verlage oder die Verlage im Allgemeinen natürlich noch präsent. Mhm. Aber im Allgemeinen, so wie man das so mitbekommt von hier, also ich spreche jetzt auch nur aus Berichten, weil ich war selbst noch nie auf einer, aber man bekommt immer mit, es ist immer mehr so eine Medienmesse im Grunde. Und ja. das ist im Grunde das, was die jetzt hier aufgreifen wollen, die verschiedenen Comic-Cons. Ja, das hatte ich auch. Und es waren erstaunlich, also es gab Cosplayer, aber es waren jetzt so im Verhältnis zu dem, was man zum Beispiel von der Buchmesse gewöhnt ist oder auch von der Konichi. In der Konichi fällst du ja wirklich auf, wenn du kein Cosplay trägst. Mhm. Und auf der Comic-Con waren generell auch recht viele, wie du schon gesagt hast, Medien-Cosplays, also aus Computerspielen oder aus Fernsehserien. Mhm. Eben nicht so Manga-lastig, wie man das sonst gewöhnt ist. Also im Prinzip fast jedes Cosplay, was du gesehen hast, hättest selbst du wahrscheinlich aus der Comic-Perspektive erkennen können. Mhm. Also nicht das Übliche, wenn du auf die Konichi gehst, da weiß ich ja die schon 80% der Cosplays nicht. Verstehe, weil einfach die ganzen Namen, das ist alles sehr japanisch und sehr japanlastig. Mhm. Und das war wirklich mal ganz interessant. Was hat man gesehen? Hauptsächlich, also ich habe so viele Harley Quinns, also vor allen Dingen unterschiedlichste Generationen. Suicide Squad kommt natürlich demnächst auch. Mhm. Und dann aber auch alte Harley Quinns, also wirklich in dem Ganzkörper-Kondom-Outfit mit den, das war schon sehr aufwendig. Harley Quinn ist ja jetzt durch die verschiedenen Kostümvarianten auch ein recht dankbares Ding. Ja, genau. Was man ja auch dehnen kann. Ne? Also man kann das irgendwie noch verfremden und sonst was. Oder einfach gestalten, aber man kennt es halt immer noch. Und Disney-Cosplays. Ja, okay. Also zum Beispiel auch, was ich noch nie gesehen hatte, die vier Elfenfeen da aus dem, ist es denn Cinderella? Die vier in den verschiedenen Outfits, die dicken Damen. Auch drei, oder? Drei sind es, drei oder vier? Ich weiß es nicht. Doch, ja, aber die Feen jedenfalls, die auf dem Dings, blau, grün, rot. Drei. Also es waren auf jeden Fall, die waren im Päckchen unterwegs. Mhm. Wie gesagt, Disney-Cosplays sehe ich ansonsten recht selten, weil es einfach auf den ganzen Manga-Conventions... Oh, da gehe ich als Goofy. Ja, genau. Also ich muss sagen, für das erste Mal war es schon ziemlich krass gut besucht. Es gab auch mehrere Warnungen auch an die Leute, die Stände haben, dass eben nur noch ganz wenige Tageskarten zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn man vorher nicht Tageskarten organisiert hat, war das... Hast du gerade Stände oder Ständer gesagt? Stände. Ich komme nicht drüber. Wir haben alle über Ständer geredet. Wir reden alle über Ständer. Bei Cosplay und Greenstorm so, ist nicht hier, deswegen musst du das machen. Ja, ich habe den Auftrag. Ja, genau. Mein Gott. Auf Twitter ist gerade sehr beliebt, ersetze die Macht durch der Ständer. Mhm. Okay. Möge der Ständer mit dir sein. Ja, genau, du machst das richtig, du hast das sofort begriffen. Super. Mein Name ist Simon, ich habe den Ständer. Ja. Force, die Macht, Star Wars. Ja, es ist wunderschön. Die Macht. Also nur die Macht. Simon. Ja, He-Man hatte doch ich habe die Macht. Ah, He-Man hat keine Macht und Ständer hat er vielleicht, aber das wollen wir nicht wissen. So, okay. Ja, also, wir reden jetzt mal nicht mehr über He-Man. Ihr habt wieder ein Niveau hier, das ist unklar. Das ist unfassbar, ne? Ja. Ich habe von der Organisation her, einfach ein bisschen zu erklären, wie die Con aufgebaut war, gab es eben so eine Art Panelbereich, wo du dich hinsetzen konntest und wo Leute vorne dir irgendwas erzählen. Das habe ich wenigstens mal gesehen. Super viel Merchandise. Oh mein Gott, so viel Merchandise. Das ist halt das, wo ich wieder schwach werden kann. Ne? Ja, genau. Also, oh mein Gott, jede Menge Plüschtiere. Und ist jetzt nicht so ganz meins. Ja, aber du weißt was, keine Ahnung, ganz viele verschiedene, unterschiedlichen Größen, irgendwelche Statuen und Kram und bla. Also, du konntest da wirklich drin schwimmen. Actionfiguren, genau. Ja, wo ich dann immer mal ganz gerne noch gucke. Ein schönes Erlebnis war eben, meine Standhelferin deutet auf die Treppe und schreit, oh mein Gott, schaut euch das Cosplay an, das sieht ja voll krass aus. Ich schaue dorthin, läuft halt der Typ von Scrubs da lang. Okay. Und ich wusste halt, dass der da ist und die anderen waren alle so, oh voll das gute Cosplay. Oder irgendwer sagt dann, nee, das ist der echte Typ. Das war halt natürlich auch der echte Typ. Das war der Mensch, der High Five macht. Wie heißt der denn nochmal? Ja, du weißt, wie ich meine. Naja. Mit dem lustigen Headband. Und genau. War auf jeden Fall sehr in Character, der Herr. Hat wohl auch sehr viele High-Fives verteilt. So, ja, anders erkennt man ihn sonst nicht. Ja, keine Ahnung. Es war
ganz, wie gesagt, dann hatten sie eben die Zeichner ein bisschen aufgeteilt in Comics. In der Mitte war Manga und hinten war Illustration. So dass du auch dich ein bisschen besser, also damit es nicht zu durcheinander ist, damit halt nicht unbedingt die Manga-Leute neben den Comic-Leuten sitzen und okay. Was mich irritiert hat, weil ich halt nicht so den starken Unterschied zwischen Manga und Comic mache, für mich jetzt in meinen eigenen Zeichnungen, aber ich glaube, das war da gar nicht so schlecht gelöst, dann konntest du halt durch die verschiedenen Bereiche gehen, aber viele Leute wussten gar nichts mit uns anzufangen, weil es hatte auch so ein bisschen Flohmarkt-Feeling, also einfach wie die Stände es kam halt wohl eine Dame rein mit ihrem Sohn an der Hand und meinte, guck mal, das ist die Malecke. Setz dich mal dazu, der Tante. Ja, so ungefähr. Die malt mit dir. Weil es so weit weg, ich glaube, viele Leute haben gar nicht verstanden, wie viel, dass da auch bekannte Künstler jetzt sitzen. Also dadurch, dass es nicht so, da saßen wirklich auch teilweise Leute, die schon einen Namen haben in der deutschen Comic-Szene, die saßen dann einfach neben irgendwelchen Noobs. Also, was ich, neben mir. Und dann, weißt du, was ich meine? Und dann, das war gar nicht so aufgeteilt. Also, du konntest dann einfach da rumlaufen und dann, das Niveau war unheimlich hoch. Und das war halt vielleicht auch ein bisschen das Problem dann später mit dem, Umsatz. Dass du dich im Prinzip, du konntest eigentlich dich kaum umdrehen und es war alles gut gemacht. Also einfach jeder Stand hatte irgendwas anzubieten, wo du sagen würdest, oh, dafür würde ich auch Geld ausgeben. Und wenn du dann halt einfach dir überlegen musst, wo du deine Scheine hinschmeißt, vor allem wenn es so viele Conventions gibt, wo du dein Geld schon auf der letzten Monat gelassen hast. Ja, also ich finde es gut, dass es jetzt mehr Conventions gibt, aber so viele vielleicht doch nicht. Das ist. Also habt ihr noch Fragen, was ich euch jetzt beantworten kann? Was hast du denn alles dabei aus deinem Repertoire? Ich hatte recht wenig dabei, denn ich war ja gar nicht, ich hatte das ja gar nicht geplant. Ich bin ja in letzter Minute sozusagen von Maud Morrison angesprochen worden. Das ist ja die vom Comic-Stammtisch, ob ich denn mitgehen möchte, weil sie hat einfach einen halben Stand zu viel. Und da habe ich gesagt, ja gerne, weil ich ja auch Comic-Con erfahren bin, also einfach Convention erfahren. Sie hatte, das war ihre erste Convention und sie ist hier eine unfassbar geniale Zeichnerin und sie war halt noch nie auf einer Convention und die Leute sind auch zu ihr geströmt wie die Fliegen, weil sie dachten ja alle, sie kommt aus Amerika. Okay. Ja, weil Maud schreibt halt eigentlich nur auf Englisch und alle dachten, oh, die hat so ein hohes und krasses Niveau, sie muss ja Ami sein oder keine Ahnung, sowas bringen ja Deutsche nicht zustande, so ungefähr. Und es war nie in der Webcomics-Szene. Es war so unterhaltsam, weil ganz viele Leute sie dann entweder auf Englisch angesprochen haben oder, also sehr viel, sie hatte sehr viel Kundschaft. Ich hatte halt sind wir zu laut? Meine Uni-Comics dabei, ansonsten eben noch Slitche und Crysounds, also eher alten Kram. Aber das meiste habe ich eh durch das Zeichnen von Menschen, die dort zu Besuch waren. Es hat überhaupt nicht mehr aufgehört. Die einen haben mich halt dazu überredet, das war auch eine Harley Quinn, ob ich sie denn zeichne. Dann habe ich halt angefangen, sie zu zeichnen und dann standen gleich die Nächsten daneben und waren so, oh toll, das sieht ja voll toll aus, ich möchte das auch. Das kommt sowieso immer gut zu einer Aktion. Ja, genau, ich habe sowieso die meiste Zeit live gezeichnet und da kriegst du immer ein bisschen einfach Leute, die dann stehen bleiben und sich das anschauen. Auf einer Manga-Convention wurde ich das noch nie gefragt, aber die haben mich gleich gefragt, ob es in Ordnung ist, dass sie mir zuschauen. Mhm. So, wenn ich hier nicht, also wenn mir das unangenehm... Versuch das mal auf einer Autorenkonse. Guck mir live zu, wie ich schreibe. Guck dir. Und dann hilft mir. Und jetzt lösche ich den halben Absatz wieder. Weil, nee. Ja, und jetzt, das ist alles Kacke, Leute. Wisst ihr, was jetzt passiert? Ich lösche diese zwei Seiten jetzt. Nein, das war gut. Nein, zu spät. Zu spät, ja genau. Nee, also, aber dann waren wir doch gar nicht mehr beim Schaffungsprozess dabei. Ja. Nee, das war ganz, ganz lustig. Weil die da auch wirklich sehr viel Respekt auch vor dem Zeichner hatten. Also, jetzt... ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich gesagt hätte, nein, geht weg, dann wären sie auch weggegangen. Keine Ahnung, ich meine, das ist dafür setzt man sich nicht auf eine Convention und zeichnet. Aber sehr viele Leute, die, glaube ich, noch nie auf einer Convention waren, also es hat sich so angefühlt, dass als ob halb Stuttgart da mal hingegangen ist, um mal zu gucken. Ja, wenn es einmal da ist, ja, genau. Klar. Und ich meine, so wird es nächstes Jahr in Frankfurt auch sein. Also wenn ich da bin, werde ich auf jeden Fall hingehen, aber mal gucken, ja.
Also ich weiß jetzt nicht, ob sich für als Besucher für 32 Euro die zwei Tage tatsächlich gelohnt hat. Mhm. Also ich kann es einfach nicht einschätzen. Vielleicht kriegen wir auch ein bisschen Feedback, wer da war. Das würde mich total interessieren. Wie gesagt, ich habe halt nur die Ausstellerperspektive. Ja. Bei mir, ich kann halt sagen, die Stände waren in Ordnung, die Orga war okay. Ich hatte das Gefühl, dass ich genug Freiheiten hatte und keiner halt mir gesagt hat, wie ich meinen Stand aufbauen muss und sowas. Das passiert ja schnell auf so etwas größeren Conventions, dass du irgendwelche Vorschriften hast. Es hat sich alles gut angefühlt. Mhm. Ja, so von Ausstellerseite, vielleicht haben wir ja auch AusstellerInnen, Zuhörern, dann kann ja auch nochmal jemand seine Meinung dazu sagen. Ich hatte halt so Horrorgeschichten gehört, dass im Manga-Bereich teilweise Leute halt eine Lesezeichen verkauft haben, also 3,50 oder sowas eingenommen haben. Was dann schon echt nett geil ist. Auch zwei Reihen weiter saß ein Kerl, der unheimlich coole Frauenporträts gemacht hat und der meinte auch, jetzt morgen wird er gar nicht mehr aufbauen, weil er einfach zu wenig, also es hat für sich für ihn null rentiert. Wenn man überlegt, ich hatte halt das Glück, ich habe bei Freunden übernachtet, besser gesagt bei Freunden von Freunden. Mhm. Ich bin mit dem Bus hingefahren, also das ist ja dann auch immer recht günstig. Essensgeld hatte ich mir dann irgendwie zurechtgelegt und ich bin recht günstig daraus gegangen. Aber wenn man überlegt, Leute holen sich ein Hotelzimmer für 120, 180 Euro. Der Stand hat vielleicht Gebühren gekostet, die großen haben 100 Euro gekostet, also 119 mit Mehrwertsteuer. Das alles erstmal reinzukriegen auf einer Messe, die neu ist, wo die Leute vielleicht nicht mit den dicken Portemonnaies hingehen, das ist schon Arbeit. Also das wieder reinzuholen. Okay. Ja. Das hatte ich halt jetzt Gott sei Dank alles nicht. Das heißt, du hast auch einen Künstlerausweis? Nee, ich bin ja mit Mord reingekommen. Also ich bin als ihr Standhelfer war ich da. Ah ja, okay. So, deswegen, so ich stand ja... Einige Leute waren etwas irritiert, weil ich nicht auf dem Plan stand. Mhm. Das war zu kurzfristig. Mhm. Es gab auch Leute, die einen Doppelstand hatten. Also, dass dann zwei Namen auf demselben Stand standen. Aber das hätten wir im Vorfeld anmelden müssen. Okay. Und das hat halt dann nicht mehr geklappt. Außerdem war bis zum Schluss einfach nicht klar. Ich musste ja auch den Comic-Salon absagen, ob ich das nicht vielleicht auch absagen muss. Okay. Ja. Effektiv hat Oni in letzter Sekunde das Busticket dahin gechartert. Das war so, ich fahr da nicht hin. Tag und einen Tag vorher, hey, wir haben jetzt ein Busticket, ich fahre aber okay. Ja, eigentlich wollten wir mit dem Auto fahren, das ist aber dann flach gefallen. Mhm. Und dann stand ich erstmal da und war, wie komme ich denn da hin? Weil jetzt auf kurzfristig irgendwie ein ICE-Ticket oder sowas zu kriegen, das kannst du ja total knicken. Und ich hatte halt schon zwei Wochen vorher geguckt nach Bustickets und die waren irgendwie in meiner Anzeige ausgebucht. Okay. Und dann hat Kami hat dann am Ende den Bus für mich bestellt. Okay. Also, weil ich es einfach, ich habe nichts mehr gesehen, es war nichts mehr bei mir buchbar. Und bei ihr war es, ich habe den letzten Platz gekriegt am Sonntagabend in dem Bus. Und der war auch rappelvoll. Die Busfahrerin war auch so, hier kommt keiner mehr rein, der ein Ticket hat. Das ist ja überhaupt das neue Ding. Also ich habe jetzt mal, was heißt das neue Ding? Also das nutzen jetzt ja viele. Ich meine, die Fusion von Flixbus und Flexbus und Fernbus kam ja nicht umsonst zustande. Und ich habe mir das mal am Frankfurter Bahnhof angeguckt. Mhm. Also vor ein paar Monaten sah das noch relativ überschaubar aus und jetzt bulken sich krass, da die Leute. Also das ist hier richtig so. Naja, die Ersparnis ist heftig. Ich bin jetzt für 26 Euro in Last Minute. Also wie gesagt, ich habe ein oder zwei Tage vor dem Fahrt überhaupt gebucht. Für 26 Euro nach Stuttgart gekommen. Hätte ich ein bisschen früher gebucht, wäre es wahrscheinlich eher für 20 Euro gewesen. Und eine Fahrt darunter. Das will man überhaupt nicht wissen, was das kostet. Das ist total verrückt mit der Bahn. Die Bahn ist abartig. Ich werde das auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Bei der einen oder anderen. Und es ist halt nice, weil dein Gepäck ist sicher verstaut. Mhm. Du hast es nicht an deinem Platz rumliegen. Mhm. Die meisten modernen Flixbusse haben einen Handyauflader direkt am Platz. Ja. Das heißt, du musst nicht irgendwo rumhängen oder an deine Steckdose irgendwo suchen, sondern jeder hat seinen eigenen Aufladegerät. Es gibt zumindest, selbst in den älteren Bussen, gibt es Steckdosenleisten, mehrere Steckdosenleisten. Da musst du halt sehen, ob du einen Steckdosenplatz kriegst oder ob du einfach, wenn es eine lange Fahrt ist, jemanden fragst, ob du mal aufladen kannst. Die machen es halt genau richtig. Die machen das genau richtig. Und auch viele von denen bieten auch Internet an. Die bieten Internet an. Das ist unzuverlässig. Vor allem, die haben sie ja Kram auf deinen Laptop machen und Serien gucken während der Zeit oder so. Sie können oft nichts für das schlechte Internet, weil die gehen natürlich auch über LTE oder so. Deswegen ist es halt unzuverlässig. Aber wie gesagt,
mach dir halt Kram auf deinen Laptop oder Handy oder so. Essen und Trinken ist Zeit leistbar. Das heißt, nicht so wie bei der Bahn, wenn da dieses Bimmelding hier durchfährt, da bezahlst du ja irgendwie wenn's deine Seele. Wenn es eins gibt. Genau. Ne? Sondern ich dort, merke schon, ich muss das unbedingt mal ausprobieren. Genau, also ne? Du kriegst du ordentlich große Cola oder Wasserflaschen für 1,50 Euro bis 2 Euro. Was halt, ey, ich habe jetzt tatsächlich mein Trinken vergessen oder ist es leer und die Fahrt dauert länger. Mhm. Ist das, du musst dir nicht ein Bein abschneiden. Ich habe das nur nach Berlin so selten gemacht, weil ich wegen dem Job immer wegen den Zeiten gucken musste. Aber wenn du halt frei hast und du willst auf eine Con oder irgendwo hin, dann... Ist das kann ich nur empfehlen. Cool. Also vor allen Dingen jetzt, wir hatten große Koffer dabei. Kami hatte ja ihren kompletten Stand in dem Koffer mit Tassen, mit allem, mit Postern und Kram. Und die Leute interessiert sich einfach nicht für die Größe deines Gepäcks. Okay. Du kannst im Prinzip... Ja, die haben ja diese Bus-Pack-Dinger, die aufgemacht werden. Das heißt, der untere Teil vom Bus ist komplett für die Koffer da. Und da passt alles rein. Also das ist kein Problem. Wie ist das mit... Hattet ihr Stau oder sowas? Die umfahren das immer. Also okay. Die sind ziemlich schnell. Die Dame war so, okay Leute, wir fahren jetzt hier von der Bahn, Autobahn runter und sie reißt diese Steuer nach rechts, weil sie da vorne am Horizont irgendwo einen Stau erblickt hat. Und wir sind dann echt noch 10 Minuten vor dem eingeschätzten... Ja. Die sind ziemlich gut. Ich bin, ich bin 3-4 Mal nach Berlin gefahren damit, also von hier, von Frankfurt nach Berlin. Und mit den Mitfahrgelegenheiten hatte ich sehr unangenehme Erfahrungen, dass wir halt einmal haben wir 9 Stunden gebraucht, da hatten wir richtig Pech. Und einmal wäre ich fast nicht mehr heimgekommen. Da haben die mich dann noch näher an mein Zuhause gebracht, weil sonst keine Busse mehr gefahren wären. Und bei den Flixbus-Dingern oder halt den anderen, gibt es ja noch ein paar andere Angebotsdinger. Postbus und also ein Kram. War das super. Also wir haben meistens genau die Zeit gebraucht. Das ist Fußball. Das ist der Flixbus, der kommt gerade. Ja, das ist der Flixbus. Das ist Liam. Immer hier ist Offenbach ist sehr multinational. Das heißt, egal wer spielt und wer gewinnt, es wird auf jeden Fall jemand hupen. Ja. Darauf kann man sich verlassen. Definitiv. Man weiß immer, wann ein Spiel zu Ende ist. Ja. Es wird gut, wie blöd. Also aber es geht. Gewonnen. Es geht hier, man hört nur von der einen Seite ein paar und die fahren dann auf die großen Straßen, wo ihre ganzen Freunde sind. So, jetzt hat man eigentlich schon alles drin, ne? Fußball, Flixbus. Nochmal kurz. ja, klar. Ich kann ja nochmal sagen, dass... Ständer, genau. Penisse. War auch drin, ja. Jetzt schon. Nochmal kurz zur Messe. Ja. War dann jemand am Stand, der dich kannte? Ja. Also, ich habe bei jemandem übernachtet, der mich kannte. Ach so. Ja, das von deinen Comics hier. Ja, sie war. Also, das ist eigentlich ein Fan von Kami. Mhm. Und wir waren dort eben und wollten dort übernachten. Und ich habe dann halt irgendwann meinen Namen gesagt. Also, Kami hat mich natürlich als Oni vorgestellt. Das ist ja nicht mein vollständiger Künstler-Nick. Das heißt, sie war sich unsicher. Und wir haben dort geredet und ich habe dann angefangen zu zeichnen. Irgendwann stellt sie sich neben mich und meint: Ja, hier, warst du denn früher mal auf Animax? Und ich so, ja, schon eine ganze Weile her. Okay. Und dann war sie Darf so, ich ja. Darf ich dir mal meinen Keller zeigen? So ungefähr. Ich habe ja auch schon gesehen, dass sie einen Comic von mir im Regal stehen hatte. Okay. Da war ich schon so, oh cool, es ist eine Anthologie. Ja. Und ich war so, sie hat eine Anthologie, wo ich zumindest drin bin, das ist ja schön. Also, hat mich ein bisschen gefreut. Und dann meinte sie, ja, hier, ich habe auf Animax, ja, da hatte ich damals einen Comic, den habe ich so geliebt, das war mein absoluter Lieblingscomic. Und ich schon so, okay, ja, da gab es einen Jungen, der hatte eine Ratte. Und ich so, oh mein Gott, das ist meiner. Und ja, sie ist halt ein riesen Anti-Fan. Mhm. Und das war auch sehr unterhaltsam. Also sie wusste überhaupt nicht, wer ich bin. Sie wusste nur, ich bin eine Freundin von Kami und komme damit. Und sie war dann so, oh mein Gott, Unichanyo, oh mein Gott. Also sie... Bei ihr sind dann richtige Jugenderinnerungen wieder. Also ich meine, ich habe da ja gezeichnet, da war ich 18. Das ist ja schon damals, als ich noch jung war. Genau, schön war ich nie. Aber das weiß doch keiner. Wir sind wunderschön. Genau, das ist wunderschön. Das ist unterhaltsam. Die wunderschönen Comic-Leser und Zeichner. Sie war 2004 dabei, als wir die allererste Anti-Seite hochgeladen haben auf Animax. Also als Alban, Mo und ich damals diesen Comic ins Leben gerufen haben. Und sie hat uns jetzt im Prinzip dazu inspiriert, dass ich jetzt wahrscheinlich Anti mal schnell neu zeichnen werde und dann mal veröffentlichen werde. Weil die alten Seiten, die kannst du nicht veröffentlichen. Da, erstens haben wir fast die ganzen Seiten nicht mehr. Wir haben das ja so gezeichnet, jeder zeichnet eine Seite, also im Dreier. Also eine Seite Alban, eine Seite Mo, eine Seite ich.
Dann hatten wir auch einige bekannte Gastzeichner in dem Comic. Und damit wir da einfach nicht so Probleme mit den Rechten haben und was auch immer, werde ich das jetzt alles selbst mal nachzeichnen und dann mal raushauen. Okay. Genau, freue ich mich auch schon drauf. Aber ja, es gab Leute, die mich erkannt haben und kannten, das war schon mal wieder lustig. Hat dich denn jemand wegen des Podcasts erkannt? Nee, leider nicht. Tut mir leid. Das ist ja schon lustig. Ne? Leute, es ist leider auch niemand gekommen und hat gesagt, nein, hör auf, du machst Voldemort kaputt. Nee, leider diesmal nicht. Das ist ja nur das ist mir auf der Konichi passiert. Ja. Ja, Leute, ihr müsst euch mehr Mühe geben. Also, wenn ihr Onichanyo, Oni irgendwo seht, dann rennt hin und sagt, nein, nicht die Nase zeichnen, du machst Voldemort. Das ist ganz wichtig. Sie freut sich dann total. Ja, unfassbar. Ich dachte ja schon, ich sterbe, als mir das auf der Konichi passiert ist. Ich bin immer noch sehr stolz auf diese Person. Das ich habe das Gefühl, wir haben ein unsichtbares Band verbindet uns. Ja, irgendwie ist sowas. So entstehen Freundschaften zwischen Leuten, die sich niemals sehen werden. Es ist wunderschön. Genau. Ja. Ja, gut, jetzt genug Onichanyo-Talk. Das ist der Onichanyo-Podcast. Genau, ich wollte noch ein paar... super viele unheimlich krasse Zeichner gesehen. Also erstmal Slip D hat jetzt endlich mal ihren eigenen Comic rausgebracht, dessen Namen ich natürlich mir jetzt gerade voll nicht aufgeschrieben habe, weil ich doof bin. Das müsst ihr mir dann sowieso schicken. Ja, genau. Das wird unten im Comic-Podcast wird man sehen. Sie ist eine meiner damals auf Animex auch groß sehr geliebten Zeichnerinnen gewesen. Und sie hat immer keinen eigenen Comic gemacht. Und wir hatten ja mal angefangen... so eine Comic-Anthologie zu planen, damals noch mit dem Animex vor 2 Jahren mit Mo. Und die ist jetzt nicht zustande gekommen. Und sie hat dann einfach sie hat dann damals zugesagt, dass sie mal einen Comic für uns macht. Und das ist nicht zustande gekommen. Und jetzt hat sie einfach gesagt, okay, ich veröffentliche. Und jetzt hat sie veröffentlicht. Und unten kann man, wenn man Kamis Sachen mag, dann mag man auch Slip D's Sachen. Genau. Dann werde ich mal den Link geben. Ansonsten, wen ich überhaupt nicht kannte und den ich mir sofort kaufen musste, weil großartig, das war ein Geschwisterpärchen, also zwei Jungs, wer ist denn das denn? Gebrüderpärchen, habe ich vorhin gefragt. Gebrüder Grimm. Gott, wie spricht man das denn auf? Kannst du das mal bitte vorlesen? Steve Slusalek. Genau. Face My Fist. Sagt mir irgendwas. Ninja, irgendwie. Es tut mir leid für Steve, dass ich seinen Namen mutilated habe. Es tut mir sehr leid, Steve. Man findet sie auf zero-mecha.tumblr.com. Mhm. Unheimlich freie, geile Zeichnungen. Großes Format, hat 5 Öcken gekostet, hat sich aber volle Kanne gelohnt. War sehr begeistert davon. Das hatte Kami sich gekauft und ich habe es dann in der Herberge, also in der unserer Übernachtungsdings gesehen und musste es mir am nächsten Tag auch sofort kaufen. War super geil, genau. Ja. So, mehr habe ich mir leider gar nicht kaufen können, weil Geldmangel und so. Ja. Schade. Aber du warst ja auch da, um selbst. Ja, genau. Wie gesagt, ich habe 20 Minuten bin ich maximal rumgelaufen. Ich habe ganz viel mitbekommen von meinem, die Mort Morrison hatte ja auch noch einen Standhelfer dabei. Der ist immer mal wieder rumgelatscht und hat Sachen sich gekauft und geholt. Was ist das? Okay. Sie möchte ich denken, okay. Ist denn der armen Katze in die Schuhe schieben? Okay. So. Der ist nicht arm. Feli. Ich wurde von Alban auf The Property of Hate gestoßen. Wir haben dann synchron The Property of Hate gelesen. Das ist ein sehr, sehr cooler Webcomic. The Property of Hate. Ja. Ich wurde von Erl. Stell ihn vor! Er ist wunderschön! Sag den Leuten, er ist voll geil und sie müssen ihn auf jeden Fall lesen. Er ist voll geil. Das war jetzt die Botschaft Link von Erl. Bitte in unseren nicht vorhandenen Redaktionsraum. Ja, genau. ThePropertyOfHate.com. Ganz einfach. Ja, nö, dann. Ja. Es geht um ein Kind, das in seinem Bett liegt und schläft. Und dann kommt ein seltsamer Typ, dessen Kopf ein Fernseher ist, rein. Okay. Und fragt, hey, möchtest du auf ein Abenteuer gehen und die Welt retten, ein Held sein? Das Kind sagt, ja, okay,
Und dann gehen sie in diese andere Welt, in der alles etwas seltsam ist und es ist sehr surreal. Mhm. Es hat für mich sehr viel Alice im Wunderland-Feeling. Es spielt sehr eindrucksvoll mit Farben und Bildern. Also es ist einfach ziemlich gut gemacht im Großen und Ganzen. Alles daran ist eigentlich ziemlich gut. Es hat mal, wie alle Webcomics, mal so ein paar Seiten, wo es ein bisschen ist. Wo es nicht, aber das liegt nur daran, dass der Rest wirklich ziemlich geil ist. Mhm. Und es ist, ja. Ich kann nur empfehlen, es zu lesen. Es ist ein bunter Webcomic. Mhm. Bunt ist immer schön. Sehr viel Farbspielerei, sehr viel Surrealismus, Fantasy-Elemente. Mhm. Ich weiß gar nicht, was ich so viel habe. Deswegen habe ich Erl eigentlich gefragt, ob er mir sagen kann, wie ich beschreiben kann, warum dieser Comic so awesome ist. Aber er hat mir nur mitgeteilt, dass ich allen sagen soll, dass ich ihn auf jeden Fall lesen soll. Lest ihn, er ist voll geil. Er ist wirklich voll geil. Mhm. Ja, ist natürlich noch nicht abgeschlossen, aber es ist schon ziemlich viel da, was man sich jetzt angucken kann. Also man kann schon einen guten Eindruck gewinnen von der Story. Mhm. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken. The Property of Hate. Okay. Ja. Ich guck mal kurz rein. Genau, ich reiche das mal weiter. The Property of Hate. Okay. Wie geht's weiter? Ich guck mir es nachher nochmal näher an. Ja. Genau, also so mehr Abenteuer oder... Ja, wie gesagt, für mich hat es ein starkes Alice im Wunderland-Feeling, weil es ist... Mhm. Es fängt mit diesem Kind an, das im Bett liegt. Mhm. Und dann kommt halt dieser Fernsehkastenmann und sagt, ey, möchtest du ein Held sein? Und ja, okay. Das Kind sagt, so okay. Und in dieser anderen Welt gibt es halt alles Mögliche. Es gibt alle möglichen Kreaturen dort. Ja. Es ist quasi so eine Fantasy-Zwischenwelt für Dinge, die sein könnten, Dinge, die eine Geschichte kriegen könnten. Mhm. So wie ich das bis jetzt einschätze, ist es die Welt für unfertige Geschichten oder unfertige Charaktere. Okay. Okay. Das ist doch cool. Und aus irgendeinem Grund offensichtlich bedroht oder so, das ist nicht so ganz sicher, denn sie brauchen ja diesen Helden, dieses Kind als Helden. Mhm. Das wird auch von anderen Charakteren so akzeptiert, aber es hat so eine seltsame Note. Wie gesagt, das ist sehr surreal und noch sehr mystisch, nicht so, man weiß noch nicht so viel, aber es ist ziemlich gut gemacht und die Beziehungen zwischen den Charakteren untereinander sind auch sehr schön. Wie viel Seiten gibt es da jetzt schon? Oder? Gucken wir mal, wie ich das rausfinden kann. 233, sagt die Webseite. Doch schon. Ja, es gibt ziemlich ordentlich was zu lesen. Das erscheint in welchem Rhythmus? Das weiß ich nicht, das habe ich nicht rausgefunden. Aber ich glaube nicht so häufig. Ich denke eine Seite pro Woche oder so. Mhm. Habe ich das Gefühl, weil es ist jetzt nicht so lange her, dass ich fertig gelesen habe und jetzt sind 2-3 neue Seiten dabei, seit ich das letzte Mal reingeschaut habe. Aber dafür sind es halt sehr große Panels mit wirklich farbig, sehr schön ausgearbeitet. Deswegen wird es halt wahrscheinlich nur so einmal die Woche geupdatet, aber das ist ja immer noch ziemlich ordentlich. Steht irgendwas dabei, dass es irgendwie begrenzt sein wird, dass es irgendwann mal ein Ende finden wird, oder? Moment, dafür muss ich auf die Hauptseite. Ich weiß nicht, wie ich das im Handy gerade hinkriege. Tja, Live-Recherche. Die meisten Webcomics haben sowas nicht. Deswegen gucke ich da meistens gar nicht nach. Denn die meisten Webcomics sind relativ open-end, weil du auch vorher oft nicht sagen kannst bei so einem Projekt, wie lange es dauern wird, weil es auch darauf ankommt, wie gut es läuft. Es ist ja auch, das ist ja die typische Krankheit von vielen, vielen Comics, die, dass wenn es dann endlich mal erfolgreich wird oder Fahrt aufnimmt, dann kannst du es nicht einfach beenden. Auch einer meiner Lieblings-Webcomics in Koreanisch ist ja immer noch, ach Gottchen, Namen, ey. Ich habe den doch eben gerade erst gelesen. Diese Love Story mit dem Mädchen, wovon ich öfters mal erzähle. So, jedenfalls, dieser Comic hätte eigentlich schon vor 100 Kapiteln fertig sein können. Jetzt hat er momentan 197 und es hört alles nicht auf, weil er so beliebt geworden ist, dass der Zeichner oder die Zeichnerin sich nicht traut, ihn abzuschließen und dann die Fans, die sie jetzt aufgebaut hat, in den nächsten mitzunehmen. Das ist nämlich immer deine große Gefahr, dass du einfach, sobald du aufhörst und nicht was Neues nachlegen kannst, oder auch beim
selbst wenn du das machen kannst, dass du einfach nicht genügend Leute mit rüber nimmst, weil die meisten Leute lesen dich über Tags. Wenn dann in deinem Tag oder deinem, RSS-Feed du nicht mehr mit genau diesen Worten auftauchst, gibt sich eigentlich kaum einmal die Mühe, nach deinen weiteren Comics zu suchen. Mhm. Sondern deswegen sagt ist einfach, Twitter mittlerweile ziemlich beliebt für Webartists. Ja. Also, weil du über Twitter halt einfach deine neuen Projekte pushen kannst und auch mal die von anderen Leuten, die du gut findest. Und ich habe viele Webcomics einfach nur über Twitter entdeckt, dass einfach ein anderer Artist, der gut ist, gesagt hat, ey, den kenne ich, der macht einen coolen Comic. Ich habe draufgeklickt und gesagt, ey, du hast recht, der ist gut. Mhm. Okay. Also soweit ich das sehe, gibt es hier keine Endline, aber ich denke, der wird noch eine Weile da bleiben, denn im Blog klingt es sehr positiv und erfolgreich. Ich meine, er ist auch super gut gemacht. Es würde mich wundern, wenn er nicht mit Patreon ordentlich was einnimmt. Mhm. Es gibt auch Short Stories, die habe ich noch nicht gelesen. Mhm. Und man kann es natürlich auch kaufen, wie meistens, oder halt über Patreon unterstützen. Das war Liam. So. Ja, das war alles Liam. Liam mit seiner elendigen Erkältung. Jetzt kommt langsam ich habe mich halt übelst erkältet auf der Convention und ich habe jetzt die ganze Zeit Medikamente eingenommen und jetzt sagt mein Körper, no! Okay. Sei krank! Nein. Dann lasst mich noch ein bisschen was vorstellen. Ja, Comics. Ja, so wir haben sogar echte Papiercomics. Ja, aber das ist im Grunde eine Serie. Wenn man das so. Okay. Und zwar hat man die ganz am Anfang, glaube ich, auch schon mal vorgestellt. Ganz am Anfang der Comic-Cookies. Ich meine, ich habe natürlich schon mal erwähnt. Und zwar ist das Injustice, Götter unter uns. Jetzt sagt, mögen viele denken, das ist ja ein Spiel eigentlich. Ist es auch, aber es gibt dazu auch eine sehr umfangreiche Comic-Serie. Sehr umfangreich sage ich deswegen, weil die in den USA mittlerweile bei dem Jahr 5 sind. Also das ist in Jahre eingeteilt. Okay. Und mal ganz kurz zum Umriss. Also es geht darum, dass das Computerspiel Injustice ist im Grunde ein Prügelspiel, wenn man das so will. Also das ist ein Kampfspiel und es hat eine Story. Es hat einen Story-Mode und in diesem Story-Mode wird halt eine Story erzählt nach und nach. Mhm. Und die ist natürlich sehr grob umrissen für so ein Kampfspiel. Also, wenn du Kampfspiele kennst, dann weißt du, Story Mode ist immer relativ schnell durch. Ja. Und so ist es da. Die Dead or Alive Story Modes sind ja einfach nur, du hast meinen Vater getötet. Okay. So ist es da eigentlich auch, aber die Geschichte ist relativ interessant und die lässt noch viel mehr Interpretationsfreiraum. Und den hat man jetzt genutzt und hat das Ganze tatsächlich in eine Comicserie umgewandelt noch. Als Ergänzung. So nach dem Motto, was passiert denn im Grunde davor. Also in dem Spiel wird man ja dich so ein bisschen in die Handlung reingeworfen, indem man in einem Universum, in dem einen Universum eine Bedrohung sieht und die Bedrohung hat in einem anderen Universum aber schon stattgefunden, also in einer anderen Realität dieses selben Universums. Also man hat ja quasi für dieses Computerspiel oder für dieses Videospiel hat man sein eigenes Multiversum aufgebaut in dem Sinne, wo es auf jeden Fall schon mal zwei Zeitebenen gibt. Ja, und wie es in der ersten Zeitebene, also die dem Ganzen ein bisschen voraus ist, soweit kommen konnte, das arbeitet jetzt praktisch diese Reihe auf, diese Comic-Reihe. Und im Grunde geht es darum, das ist jetzt wahrscheinlich kein großer Spoiler mehr, weil das Spiel ist alt genug. Ja. Und das ist im Grunde ja auch die Rahmenhandlung. Also der Joker bringt im Grunde Superman dazu, dass er seine eigene Frau auf dem Gewissen hat, also Lois. Mhm. Und daraufhin rächt sich Superman und tötet den Joker und du hast meine Frau getötet, ich töte deinen Widersacher. Das ist fast dasselbe. Und schreibt sich dann auf die Fahne praktisch. Nee, also der Joker hat ja seine Frau getötet, ne? Also mehr oder weniger. Genau. Er schreibt sich dann auf die Fahne, die ganze Welt von Kriminalität zu befreien. Und das nimmt relativ schnell einen totalitären Maßstab an, das Ganze. Ah. So. Also Superman so als der totalitäre
Weltenverbesserer in dem Sinne. Und so einen ähnlichen Plotpoint gab es bei Superman aber schon mal, oder? Ja, das gab es schon mal in den Comics, sowas ähnliches, genau. Und jetzt greift man das Ganze hier wieder auf und zeigt so ein bisschen auch den Weg, der das Ganze begleitet. Also Superman schart Helden um sich und Batman schart Helden um sich. Im Grunde sind das dann die zwei Lager, die so gegenüberstehen. Und im ersten Jahr sieht man also im Grunde so ein bisschen die Teambildung dieser beiden Lager. Also wer ist in den Lagern vertreten und wer schlägt sich auf welche Seite, welche Gewissensbisse gibt es natürlich dabei und so weiter und so fort. Im zweiten Jahr, das ich jetzt hier mit habe, das zwei Bände umfasst von Panini, ist es halt so, dass ein ziemlich großer Plot sich um die Green Lanterns kümmert und ein bisschen beleuchtet, wie stehen die zu dem Ganzen. Also einmal das komplette Green Lantern Corps, aber auch einzelne Charaktere, wie zum Beispiel Hal Jordan, auf welcher Seite schlägt er sich und so weiter und so fort. Das wird schon relativ früh klar, aber wie weit geht er damit, sich auf eine Seite zu schlagen? Ja. Das kennt man aus dem Spiel auch schon zum Teil, aber wie kommt es dazu? Ja, das wird dann hier jetzt aufgerollt. Und im dritten Jahr schließlich hat man dann so ein bisschen den magischen Aspekt mit drin, weil natürlich muss Superman aufgehalten werden und was ist seine große Schwäche? Magie. Also versucht man so ein bisschen... Das wäre Kryptonit. Da ist doch auch Magie drin. Auch. Ne? Aber Magie. Was? In Kryptonit ist keine Magie. Ist das nicht einfach nur sein Heimatplanet und das Heimweh tut ihm dann weh? Genau, das Heimweh. Ja, von seinem Heimatplaneten, genau. Und dann hat er Heimwehgefühle und fängt an zu weinen. Und deswegen kann er dann nicht kämpfen, weil das sein Herzchen weh tut. Das hat... Entschuldigung, ich wollte nicht über Superman lästern. Was hat so wenig Sinn gemacht? Bitte ins Lächerliche, bitte. Ich habe nie verstanden, warum sein Heimatplanet ihm wehtut und ihn schwach macht. Ruhe. Ich erkläre dir das nach dem Podcast, okay? Wir können das auch gerne noch im Podcast klären, dann wird es lustig. Aber erstmal kurz noch zu der Story. Also eine andere große Schwäche von Superman ist natürlich die Magie. Weil man hat irgendwo gesagt, wir können nicht immer nur Kryptonit bringen. Finally! Bringen wir dann halt irgendwas, was noch so ein bisschen variabler ist. Also, was können wir da nehmen? Ist irgendwas Unerklärliches nehmen, also Magie. Kryptonit-Pulver! Nein! Magie. Ja, es gab ja schon unterschiedliche Kryptonitarten dann auch. Ja, ich weiß. Aber das ist ja dann auch nicht die Krux irgendwann. Also, irgendwann hat man sich dann noch auf Magie geeinigt. Deswegen spielt hier im dritten Zyklus, wenn man das so möchte, im dritten Jahr John Constantine noch eine große Rolle. Oh, cool. Yay, Constantine. Ich habe viel Constantine gucken gezogen. Das war so schön und dann haben sie es gecancelt. Nein, dann bringen sie ihn. Das ist mein zweites Firefly quasi. Constantine war mein zweites Firefly, das muss ich jetzt mal gesagt haben. Ja. Nee, du wolltest sowas sagen, bevor wir dich wieder hijacken. Naja, das ist ja schon... Also Konstantin unbedingt gucken. So. Der kommt doch jetzt aber in DC Legends. Der kommt, und in Arrow. Ja, und in Arrow. In ja, der Scheiß-Serie. Ja, Hey, die Serie ist voll kacke. Lass uns 10 Staffeln machen. Die ist ganz gut, da machen wir nur eine. Natürlich ist hier in so einem Fall der Konstantin auch nicht so ganz der Badass. Er wird natürlich so porträtiert, wie er ist, also schon ein Stück weit egoistisch und so weiter und so fort und immer seinen Vorteil im Blick habend, aber... Das ist auch sein Charakter. Deswegen lieben wir ihn. So, Kakerlaken lieben ihn, Fledermäuse lieben ihn. Genau, das ist hier halt so ein großer Bestandteil von dem Ganzen und ansonsten kommen hier auch so Figuren aus dem magischen Umfeld natürlich auf ihre Kosten im dritten Story-Arc. Bin jetzt mal gespannt, auf was sich dann im vierten Jahr dann so ein bisschen mehr konzentriert, aber das ist dann erst Ende des Jahres soweit. Also es wird immer so ein bisschen ein gewisser Bereich beleuchtet, natürlich am Anfang, im ersten Jahr, wie gesagt, so ein bisschen die Zusammenkunft, wer rottet sich auf welche Seite und so weiter und so fort. Im zweiten hat man dann, wie gesagt, die galaktische Armee, das Green Lantern Corps, wie sich das dazu verhält und welche Bündnisse da noch geschlossen werden. Und jetzt im dritten Jahr, wie gesagt, dann so ein bisschen den magischen Aspekt, aber auch
so ein bisschen, im letzten Band hatte ich jetzt so das Gefühl, so ein bisschen Retcon-mäßig, so ein bisschen was noch dazukommt. Dann ganz hinten drin sind noch mal ein paar Geschichten mit den Teen Titans. Da wird mal erklärt, wo die dann eigentlich abgeblieben sind. Das ist aber eine Geschichte, die spielt eigentlich 3 Jahre zurück. Man muss dazu sagen, im dritten Teil, also im zweiten Band des dritten Teils sind immer ab dem zweiten Jahr sind es immer 2 Bände. Okay. Bisher. Im ersten Jahr waren es, glaube ich, ein paar mehr. Die waren aber auch, meine ich, etwas dünner. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. So. Da ist es halt so im zweiten Band, dass der Stammautor Tom Taylor? Tom Taylor, ja. Genau. Tom Taylor. Die letzte Geschichte mit einbringt, das ist so eine Art Rückblick, was wäre gewesen, wenn das alles ein bisschen anders gekommen wäre. Also nochmal so ein kleines Was wäre, wenn innerhalb dieser Welt. Und dann übernimmt es ein neuer Autor und der denkt sich jetzt halt auch wahrscheinlich so, na gut, ich möchte mal so ein bisschen was aus den allerersten Jahren nachreichen, was ich vielleicht ganz sinnvoll finde oder wo ich mich vielleicht gefragt habe, was könnte mit dem passiert sein. Ne? Deswegen gibt es dann da nochmal so ein bisschen Wiedersehen mit den Teen Titans und ja, ansonsten bin ich mal sehr gespannt, wie das dann so fortgesetzt wird. Aber wer das Spiel gemocht hat und von der Story, sage ich jetzt mal, einigermaßen überzeugt war oder unterhalten möchte, ja. Und wer mehr wissen möchte, ganz genau, der sollte da auf jeden Fall mal reingucken. Ist gut erzählt, ist halt in sich abgeschlossenes DC-Universum, insofern auch ganz reizvoll, weil es halt natürlich jede Menge Schnittmengen mit dem richtigen DC-Universum hat, aber gewisse Freiheiten wiederum hat. Mhm. Ja, also man kann bekannte Geschichten zwar nehmen und diese aber im anderen Licht darstellen. Ja, bekannte Charaktere sieht man, Batwoman ist jetzt dabei und Huntress ist dabei und so weiter und so fort. Also ja. Macht Spaß und das ist ein gute Laune-Comic, das kann man auch ganz gut so lesen. Und wie gesagt, man hat ein in sich zirkulierendes DC-Universum, das auch noch quasi andere eigene Paralleldimensionen potenziell da liegen hat. Ja, ob wir die dann hier nochmal wiedersehen, weil du spielst ja das Spiel im Grunde auf beiden Dimensionen. Ja. Gut, wolltet ihr jetzt noch über Kryptonit reden? Nicht über Kryptonit, aber es gibt ganz wichtige Informationen, die wir teilen müssen. Und zwar heißen die Haare zwischen den Pfötchen von Katzen Tuften. Ja, Tuften. Tuften. Herzlich willkommen im Katzen-Podcast. Wir können nicht bei Feli einen Podcast machen und nicht über Katzen reden. So, nee, Kryptonit, nein. Brauchen wir jetzt eigentlich. Ich glaube, jeder weiß, was Kryptonit ist. Welche Arten ist. Von Kryptonit gab es schon? Also rosanen Kryptonit, grünen Kryptonit, Schokokrypto, was? Schokokryptonit. Ja, das war die Folge, wo Batman dann Superman den ganzen Kryptonit gegessen hat und dann war er zu dick zum Fliegen, deswegen konnte er die Welt nicht retten. Ja, genau. Also. Okay. Wir hören jetzt mal auf mit Kryptonit. Nein. Oh Mann. Aber falls es jemand lesen möchte, ich kann es gerne schreiben. Falls es jemand lesen möchte, genau. Schwächen von Superhelden, was fällt euch denn da so ein? Schwächen von tote Eltern, mehr tote Eltern, ja, genau, tote Verwandte. Tote Eltern. Denn nein! Eltern, nein! Oh. Mütter, die den gleichen Namen haben. Ich habe den Comic leider nicht gelesen, oder besser gesagt, jetzt nicht, Gott sei Dank nicht gelesen, aber schlechte Schriftsteller, die meinen, Captain America zu einem Nazi machen zu müssen, sind ja wohl auch. Ja. Schwächen von Superhelden. Ich fand's schön. Marvel hat hoffentlich jede Menge Geld verloren, weil jede Menge der Shitstorm war so gigantisch. Dass Leute nichts mehr gekauft haben. Genau. Ja. Und genau. Ja, aber jeder kennt das Marvel-Universum. Also die Marvel-Lesen kennen das Marvel-Universum eigentlich. Also man sollte doch eigentlich davon ausgehen können. Ja, aber man sollte vielleicht in so einer momentan politischen Situation, in der wir sind, nicht die beste Zeit, um Leute in Nazis zu verwandeln. Ja, okay, sollte man vielleicht nicht den von 2 Juden erfundenen Superhelden, der Nazis hasst,
zu einem Nazi-Agenten machen, selbst wenn es nur ein Scherz ist oder selbst wenn es nur ein, oh, das ist der Cliffhanger und den nächsten Band klärt sich auf, dass er es nicht ist oder was auch immer. Doppelagent, was auch immer. Aber das ist einfach gerade nicht der beste Plot, den man sich hätte ausdenken können. Punkt. Ja. Also vor allen Dingen jetzt in dieser politischen Situation, in der wir stecken. Ich glaube auch nicht, dass das viele Leute Spaß haben, das zu lesen momentan. Ja, vor allen Dingen halt, wenn das dein Lieblings-Superheld ist. Gut, mit Superman-Rettern hat man auch gewartet, bis nach dem Kalten Krieg. Ja, genau. Ja. Vor allen Dingen Superman, aber Kalter Krieg, das ist nochmal eine ganz... Ist nochmal eine andere, ist sowieso eine andere, also es ist kein Vergleich. Jetzt genau, der Vergleich funktioniert einfach nicht, weil die Kommunisten sind momentan nicht die... Der Kommunismus war immer ein, es sitzt in einem Land und bedroht dich aus dem Land. Ein Nazi oder diese ganze braune Suppe, die momentan in jedem Land rumschwappt, die ist in deinem Land. Ja, also, das stimmt, ja. Und ich meine, wir sind jetzt gerade kurz nach dem Brexit. Wenn ihr es hört, dann ist es niemand ja noch ein bisschen länger her. Niemand kann dem Brexit entkommen. Und Leute haben Angst, vor die Haustür zu gehen in Großbritannien. Leute, die dort seit 1970 leben, wohnen, werden von ihren Nachbarn angesprochen und von Freunden, dass sie nicht mehr mit ihnen Kontakt bleiben können. Sie werden auf der Straße beleidigt. Ihre Haustüren werden mit Eiern oder Kot beschmiert. Aha. Eine Dame hat dann im öffentlichen britischen Radio gesagt, sie hat Angst, vor die Tür zu gehen. Ja. Sie lebt dort seit 1970. Ja. Also so ziemlich den Großteil ihres Lebens. Leute, die irgendjemanden geheiratet haben, bekommen im Bekanntenkreis entweder komische Kommentare oder aller, ja, wir stehen immer noch bei euch, als ob man das sagen müsste. Also die Welt ist gerade sehr gruselig. Und wenn man in Großbritannien nicht aussieht wie ein Brite, obwohl man dort geboren ist, dann hat man auch viel Spaß. Dann kann man sich auf der Straße die ganze Zeit lang von Leuten zurufen lassen, geh doch endlich nach Hause, endlich kannst du dich aus unserem Land verpissen und ähnliches. Das ist schon ziemlich krass. Also die kommen jetzt alle aus ihren Löchern raus und machen richtig ordentlich Party. Ja gut, die fühlen sich natürlich jetzt bestätigt. Ne? Ja, dabei heißt der Brexit ja nicht, dass man alle Ausländer hasst. Ich denke nicht, dass alle, die dafür gewotet haben, Ausländer hassen und sich dachten, wir wollen die rausschmeißen. Das kommt natürlich auch aus diesen. Ja, natürlich auch. Aber ich denke nicht, dass die alle dachten, hey, wir schmeißen alle raus, die schon seit Ewigkeiten hier leben. Ja, ich denke, für die meisten waren diese Leute schon, die gehören dazu. Und jetzt auf einmal merken sie, oh, scheiße. Andere Leute sehen das anders und viele bereuen ja jetzt, dass sie für den Austritt gewählt haben. Also schon direkt kurz danach, als das Ergebnis bekannt wurde, haben viele Leute gesagt, Versprechen auf einmal zurückgerudert sind. Ja, was haben sie denn erwartet? Man muss auch bedenken, dass viele Leute da leben, die ja aus Kolonien stammen, also Ländern, die eins von den Briten besetzt worden. Besetzt worden, also genau umgekehrt, ja, und irgendwie ist das so immer so zweischneidiges Schwert. Man kann einfach in der Globalisierung nicht mehr sagen, wir sind für uns. Genau. Das funktioniert einfach nicht. Man muss einfach drüber reden, man muss eben auch sowas kritisieren, wie eben jetzt Marvel gemacht hat mit dem scheiß Heil-Hydra-Krempel. Das ist jetzt einfach die falsche Zeit. Die richtige Zeit wäre es jetzt für eben mehr Integration, mehr unterschiedliche Hautfarben bei den Superhelden, und Integration von Behinderungen, dass eben Hawkeye auch wirklich taub ist in den Serien und auch in den Filmen. Das wäre jetzt wichtig und eben nicht so tun Business as usual, weil wir sind nicht mehr Business as usual. Ja. Es ist einfach nicht mehr so. Und es ist jetzt ist wieder an der Zeit zu sagen, ohne uns, nein, nein, nein. Es ist wichtig, dass gerade in den Medien wie Comics und den Unterhaltungsmedien solche Sachen vertreten sind, damit sie normaler werden. Das ist jetzt, wo irgendwelche komischen braunen Leute zum Beispiel gejammert haben, wenn Cartoon-Serien sowas promoted haben für die Kinder. Aber ja, das ist wichtig. Denn die Kinder akzeptieren das am ehesten und für die ist es normal, wenn du damit aufwächst, dass gewisse Sachen einfach normal sind und dass du die, selbst wenn du sie in echt nicht siehst, aber wenn sie im Fernsehen sind, dann ist das schon eine ganz andere Sache. Genau. Deswegen, es gibt ja jetzt auch immer mehr Trans-Repräsentationen. Ich habe jetzt auch die erste, also dass du wirklich auch wirklich echte Trans-Charaktere gecastet werden. Dumping of Age hat einen Trans-Charakter, von einem der stark christlichen Charaktere Hate bekommen hat, woraufhin sich dann andere Leute stark gemacht haben und derjenige schön das
Mundwerk gestopft bekommen hat. Es ist einfach wichtig, dass das Repräsentation wichtig, da ist. Ja. Und was ich habe ja jetzt einen, das werde ich demnächst mal starten. Ich werde so, mich interessiert das Thema natürlich, weil ich ja selber Comics zeichne mit lesbischen Charakteren und schwulen Charakteren. Und der Trope, dass sie halt ständig umgebracht werden, also das, ich meine, okay. Ich weiß nicht, wie man das so mitbekommt von außen, aber das ist wirklich als schwuler, lesbischer Charakter, also generell als queer Charakter, lebt man sehr gefährlich. Mhm. Gab ja erst vor kurzem wieder einen Shitstorm, als sie, also sie machen das immer so, es gibt dann den Kuss, manchmal gibt es die Sexszene und im nächsten Kapitel sterben sie. Oder am nächsten Dings stirbt dann zumindest eine Person. Das sind davon. Eigentlich nur unglückliche Liebesgeschichten, in denen einer stirbt. Oder jedenfalls so im Arsch ist, dass du ihn aus der Serie nicht mehr sehen wirst und das Ganze nicht mehr vorhanden ist. Dracula in den... Oh, es gibt ein schwules Pärchen. Und interessant. Der eine Typ wird dann von Dracula bestochen. Also, dass er irgendwie ihn verraten muss. Er sagt, okay, ich möchte nicht, dass das rauskommt, dass ich schwul bin. Er verrät seine anderen Kumpels. Die anderen Kumpels bringen ihn um. Sein Lover begeht Selbstmord. Spartacus. Typ wird in den ich glaube in der sechsten Folge wird von seinem Dominus umgebracht, sein Lover begeht Selbstmord. Also es ist wirklich so, oh ja toll, es gibt Repräsentation und sofort sterben sie. Oder in die 100 hatten sie auch ein lesbisches Pärchen, sie kommen endlich zusammen, es gibt dann einen Kuss. Nicht zu viel spoilern. Und die andere stirbt genauso wie damals in Buffy die Dings gestorben. Wobei sie in Buffy war es eigentlich geplant, dass sie zurückkommt. Terra. Die Terra. Aber die Schauspielerin war nicht mehr verfügbar, leider, die wollte nicht. Das war ein bisschen dumm, weil eigentlich hat er, das war nämlich sehr untypisch für Buffy, dass Terra so gestorben ist und eigentlich sollte es die nächste Staffel damit enden, dass es Willow Terra wieder zum Leben oder dass Buffy, glaube ich, die Möglichkeit hätte über irgendein dämonisches Artefakt und sie sich dann entscheidet, Terra zurückzubringen für Willow. Ja. Und das hat halt nicht. Deswegen, dass viele hacken immer auf Joss Whedon rum und er hat es eigentlich nicht verdient, weil er gar nicht so viele schlechte Entscheidungen getroffen hat, wie das immer so dargestellt wird. Mhm. Vor allen Dingen eben im, feministischen Bereich. Wahrscheinlich werden wir jetzt gesteinigt und gekreuzigt, aber bei mir ist das egal. Die Serie hatte gute Repräsentation für alles. Das war eine sehr, sehr gute Serie damals eigentlich. Ja, vor allen Dingen auch für ihre Zeit. Ja, ich meine, es hatte den starken weiblichen Hauptcharakter, der heutzutage so verlangt wird, aber ohne, dass sie sich komisch benehmen muss. Sie hatte trotzdem normale Teenie-Probleme, normale Leute-Probleme, die man nachvollziehen konnte. Mhm. Sie hatte das Problem, klar, ich muss das geheim halten, aber auch ganz, ganz normale Alltagsprobleme. Ich halt einfach schaffe schön. Die Schule nicht. Und ja, so. Ja, nicht alle ihre Probleme gingen darum, dass sie eine starke Frau ist, sondern viele Probleme gingen auch einfach um ganz normalen Kram, der jedem passiert. Es war sehr, sehr schön. Einmal kurz den Bogen zum Comics zurück. Habt ihr denn die Fortsetzung der Comics von Buffy gelesen? Ein paar, ja. Ja, und es gab ja dann noch Angel Comics. Mhm. Genau. Ja, aber die werde ich nicht anfassen. Ja. Ich habe nichts gegen Angel. Ich habe die Serie lange geguckt, aber... Dass sie sich wohl nicht leiden konnten und immer möglichst viel ekligen Kram vorgegessen haben. Angel und Buffy, die Darsteller, fanden die ganzen... Also ich weiß nicht, ob sie sich persönlich leiden konnten, aber sie fanden die ganzen Liebes- und Knusch-Szenen ziemlich unschön zwischeneinander. Also haben sie mal versucht, es besonders eklig zu machen, indem sie, wenn sie wussten, oh, wir drehen heute eine Knusch-Szene, esse ich viel Knoblauch. Mhm. Oder ich mache meine Klamotten, nähe die so an Ecken zu, damit er Probleme hat, sie in der Szene aufzukriegen. Okay. Und solche Geschichten, um sich die ganze... Und der Angel-Charakter hat wohl sehr gerne während des Drehs, wenn er nicht im Bild war, seine Hosen runtergelassen, um die anderen beim Dreh abzulenken, damit sie anfangen zu lachen und ihre Szene versauen. Okay. Das war ein ziemlicher Clown. Gut. Ja, einfach so. Oh, da ist noch eine Katze. Ja, sie existiert. Es gibt noch eine zweite Katze, aber diese Katze ist sehr scheu. Ja, schüchtern ist ein guter. Aber jetzt das muss gegessen werden nach dem ganzen Stress. Oh, er hat vorhin gesaugt, das geht nicht. Ja, Entschuldigung. Schlimme Dinge, die passieren. Staubsaugen. Ah ja, gut. Ja. Genau. Empfehlung für die Comic-Serie oder? Bei was? Die Buffy-Comics. Ja, sie sind halt wieder so dieses übliche, wir versuchen verzweifelt ganz, ganz nah an dem Stil zu bleiben. Mhm. Das hat dem Action da drin nicht gut getan, weil sie halt sehr auf Fotos basiert haben oder halt aus, wir versuchen die Frames hier abzuzeichnen. Aber wenn man sich dafür interessiert, wie die Story weitergeht, das ist definitiv dann auf jeden Fall cool. Oh, wo habe ich das denn? In irgendeiner Serie kam Dawn vor als böses Mädchen, also als böser Einfluss und ich habe sie dann
dass sie jetzt im jetzigen Alter, also sie ist jetzt irgendwie so, keine Ahnung, wie alt jetzt Dawn ist. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Oh mein Gott. Schauspieler, die dann aus anderen Serien das ist ja auch bei Spartacus, der Typi ist ja, der Crixus ist ja derselbe Schauspieler wie bei Arrow, der Deathstroke. Ah, okay. Bis ich das dann rausgefunden habe, ich kenne die Hackfresse, woher kenne ich dich, Ja. Oh mein Gott, der war übrigens auch auf der Stuttgart Comic Con. Ja, hatte ich. Stimmt, ja, richtig. Ja. Ich hätte mir nur für Agron ein Dings. Also wenn der auf der Messe gewesen wäre, oh mein Gott, da hätte es kein Halten mehr gegeben. Dafür hätte ich 40, 50, 100 Euro ausgegeben, das wäre mir egal gewesen. Aber für Crixus, der Champion of Capula, der kann mir auch gestohlen bleiben. Okay. Nee, das fand ich auch lustig, weil ich glaube, ist Spartacus in Deutschland so bekannt? Ich wusste das gar nicht. Ich dachte, Arrow wird doch sicher bekannter sein, oder? Spartacus ist ziemlich bekannt. Als Spartacus rauskam, gab es, glaube ich, gerade nicht viel anderes Interessantes, weil ich weiß, dass das sogar Kollegen von mir geguckt haben, die jetzt nicht irgendwie in Special-Szenen sind, sondern eigentlich mehr so Mainstream, was halt gerade in ist, gucken. Weil er war halt als Crixus angekündigt. Ich hätte ihn eher als Deathstroke angekündigt. Ja, die haben den auch als Triff. Also ja, aber er hatte halt super viele, die hatten so Poster ausgedruckt für ihn, weil er ganz, ganz spät noch zugesagt hatte und er war nicht im Programmheft. Deswegen haben sie überall seine Poster hin platziert. Mhm. Deswegen ist er mir überhaupt aufgefallen. Und da war halt überall als Crixus angekündigt. Und Ich hätte ihn halt, glaube ich, im deutschen Publikum eher als Deathstroke. Achso, kurz nochmal. Du hast ja gesagt, du hast den aus Scrubs gesehen. Ja, genau. Den, wie heißt hast du sonst Prominenz gesehen? Oder? Zeichner hauptsächlich. Ja. Also Zeichner, die ich kannte, wo ich weiß, dass sie groß sind oder halt, ja. Aber jetzt so spontan Namen weiß ich jetzt gerade nicht. Aber wie gesagt, ich bin schlecht mit Gesichtern. Also wenn der Crixus irgendwo rumgelaufen wäre, den hätte ich schon erkannt. Aber die waren auch sehr abgetrennt, natürlich, weil die halt, du hast dafür ja Geld bezahlt, wenn du mit denen, der Nathan Fillion war ja auch da. Mhm. Ja, was für dich dann gewesen, ne? Ja. Oh, sie trinkt. Ich bin nicht so, Fangirl von Darstellern bin ich auch nicht. Deswegen reizt also, auch kein wenn Josh Whedon irgendwo wäre, würde es mich interessieren, weil er ein guter Autor ist, weil mich seine Geschichten interessieren. Das fände ich interessant, aber ich bin nicht daran interessiert, großartig Darsteller zu treffen. Klar, wenn ich kann, ist bestimmt mal interessant, wenn die ganz nett sind. Da gibt es ja auch sehr nette, mit denen man sich gut unterhalten kann, aber mich würden mehr die Autoren oder die Regisseure oder so dahinter interessieren, die mit denen drüber zu reden. Ja, genau, das wäre auch mal interessant, aber das gibt's halt immer so selten. Ich finde halt Schauspieler ganz interessant, wenn sie eine spezielle Rolle sehr gut rüberbringen. Ja, genau, das ist ja das Lustige an diesem Scrubs-Charakter. Ich glaube, ich kenne ihn aus nichts anderem. Also diesen, wer ist er denn? Welcher von denen? Der mit dem lustigen Bandana-Dingi. Ah. Wer ist er denn, der immer High-Fives gibt? Ach, Name. Völlig wurscht. Der Idiot, der immer perverse Sprüche macht. Na. Kein Plan. Ja, zum Beispiel, ich glaube, war das jetzt auch Todd? Oder Todd, ja, richtig. Der Todster. Ich halt da weiter als ich. Auf irgendeiner Messe war jetzt auch, oder sollte, auf einer von diesen Comic-Cons sollte, meine ich, John Noble sein. Ich glaube, der war in Hannover. John Noble ist der Walter Bishop von Finch. Und das war eine Rolle, die hat mir richtig gut gefallen. Ja. Aber da hätte ich kurz überlegt, aber deswegen nur dahin zu fahren, das ist halt auch. Oder im Dezember, in Berlin, auf der ist dann halt Doc Brown, also hier Christopher Lloyd. Ja. Das wäre halt auch so einer, wo ich. Ja, es gibt so ein paar Leute, die man dann mal gerne Hallo sagen würde, aber ich glaube, das ist alles nicht so genau. Das ist halt, der Aufwand ist dann größer als das Erlebnis, was man dann vielleicht doch nicht hat. Ja? Also, ich würde halt lieber wirklich gerne lieber, wie Feli gesagt hat, Autoren und oder halt mal Regisseure treffen. Weil die Dinge entscheiden. Bei uns Comic-Fans sind es natürlich sowieso dann auch die Zeichner, die nochmal im Vordergrund stehen. Und da gab es irgendwie gerne nichts, zuguckt. Also, gar nichts, was man irgendwie, also ja, so wie das
wie ich das aus Erlangen kenne oder aus der Frankfurter Buchmesse, wo dann wirklich Leute Schlangen. Ich habe ja Konrad mal getroffen und ich konnte mir eine Zeichnung von mir geben. Das war für mich, das ist für mich heute immer noch ein super wichtiges Erlebnis. Er wird sich null an mich erinnern. Das ist ihm wahrscheinlich auch völlig Latte. Wahrscheinlich hat er die Zeichnung nicht mal irgendwie, einfach nur, keine Ahnung. Aber für mich war das einfach ein wichtiges Erlebnis. Und das hat mir viel mehr gegeben, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen Asterix-Darsteller irgendwie gesehen hätte oder so. Das ist, weil ich wirklich sozusagen näher an der Materie. Asterix-Darsteller, sagst du das? Christian Clavier, das ist auch so einer, den ich eigentlich mal treffen würde. Weil das ist eigentlich so ein lustiger, witziger Typ an sich. Also jetzt hier Monsieur Claude und seine Töchter, da war auch wieder sehr brillant. Aber okay. Ja. Das vielleicht sind mal so die Schwärmereien, die ich dann mal für Darsteller habe. Das ist, glaube ich, auch einfach, weil wir. Wie gesagt, das ist halt dann der Aufwand nicht wert irgendwo. Ja, die haben ja auch maximal so 10 Minuten für einen Zeit, selbst wenn man da 40 Euro ausgegeben hat. Ja. Das ist ja das Verrückte. Das ist, ja. 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 Wofür ich auch eine Schwärmerei habe, ist ja bekannterweise Goofy. Dann komme ich noch zu einem kleinen Sommertipp. Du bist jetzt der Goofy-Cosplayer. Ich möchte dich in der nächsten Con bitte als Goofy sehen. Das fordere mich nicht heraus. Das ist kein Scherz. Es gibt das lustige Taschenbuch Sommer. Okay. Gibt es jedes Jahr im Sommer. Mhm. Genau. Für jedes Jahr. Wahrscheinlich gesagt im Winter. Aber ja, das ist richtig. Im Winter? Und Sommer-Goofy. Nein, ja, das lustige Taschenbuch Sommer. Und bei Doktor. Wir hatten es ja im Podcast, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Ja. Die Storyline Hippo-Reporter aus Italien, die diese zwei Sammelbände bekommen hatte, diese zwei Trade Paperback. Mhm. Ich glaube, noch einen dritten bekommen wird. Mhm. Und die Story ist jetzt in den ersten Teil drei Teilen in LTP Sommer vertreten. Okay. Also den Tipp habe ich irgendwann mal bekommen, dass im LTP Sommer solche Geschichten immer mal abgedruckt werden und da sind jetzt drei Teile dieser Reihe drin. Also drei Geschichten im Grunde. Deswegen von mir nochmal unbedingte Kaufempfehlung für alle Goofy-Fans und für solche, die es werden möchten. Jetzt LTP Sommer kaufen. Sehr schön. Und damit sind wir, glaube ich, durch. Oder? Disco, Disco, Party, Party. Hast du noch mehr Webcomics? Nee, ich habe die in der Hitzewelle nichts gelesen. In der Hitzewelle war es nicht. Also wir könnten noch kurz über Dumping of Age reden. Ja, das ist vielleicht wichtig. Also Dumping of Age, immer noch sehr empfehlenswert. Der Comic Dumping of Age. Mhm. Wichtig ist dieser auch Comic. Webcomic? Ja. Ja. Und er ist, glaube ich, in Deutschland vielleicht ein bisschen schwierig zu lesen, aber in Amerika ist er unheimlich wichtig, weil er eben diese bibeltreuen Christen, die in Amiland ja riesig sind, ein bisschen hinterfragt. Der Typ selbst kommt aus diesem Background, hat dann eben im Prinzip ist er Christian, war noch nie sehr, sehr brainwashed als Kind und dann halt auf ein College gegangen und dachte, das ist so wow. So ist also die echte der Hauptcharakter ist weiblich, aber er meint dann von dem Grund Background und den Erlebnissen ist es ein bisschen autobiografisch, was das Ganze halt auch ziemlich gut macht, denn es fühlt sich sehr echt an. Es ist auch in Deutschen, denke ich, sehr gut lesbar, weil wir zwar nicht diese Christen haben, aber es macht ja keinen Unterschied, aus welchem Grund Leute gegenüber sowas asozial sind, sage ich mal. Und es gibt hier auch genug Gruppierungen von Leuten, die schwul, lesbisch, whatever. Und es ist halt im Moment die Storyline immer noch sehr krass am sich entwickeln, weil der Hauptcharakter jetzt immer mehr ihre Ansichten und ihre Familie auch hinterfragt, denn sie ist jetzt mit ihrer besten lesbischen Freundin bei ihren Eltern zu Besuch gewesen, also bei ihren eigenen. Und dann sind sie zusammen zur Messe gegangen, weil die Eltern gesagt haben, wir gehen zur Messe und sie will sich nicht noch mehr dagegen auflehnen, weil ihre Eltern jetzt schon sehr unglücklich sind über die Situation, über den schlechten Einfluss, den sie quasi auf dem College bekommen hat. Beziehungsweise mehr die Mutter, der Vater ist eigentlich mehr auf der Seite seiner Tochter. Und in der Kirche kriegen sie halt die ganze Zeit lang
Blicke von der Seite und Leute tuscheln und Leute sind so, oh hi, ja, haha, ich muss dann mal nett dich zu sehen, ich gehe mal ganz schnell weit weg von dir. Okay. Und das, ja, es wird halt immer schlimmer, also es wird bald einen ziemlich bösen Break wahrscheinlich zwischen ihr und ihrer Familie geben, beziehungsweise der Break ist eigentlich schon da und es ist gut geschrieben, sehr interessant und es geht halt ja auch nicht nur um sie, sondern auch um die anderen Sachen, um ihre beste Freundin, die halt lesbisch ist. Wie gesagt, in dem College gibt es auch das eine Mädchen, das ein Transmädchen ist. Die deswegen hat sie einen eigenen Raum, ein eigenes Zimmer für sich, das sie nicht teilt wie die anderen. Und die wird dann auch von einem der christlichen Mädchen dort angegangen, immer mit, ja, hier, geh doch mal rüber zu den Jungs, wo du hingehörst. Und so Geschichten und da machen sich dann auch andere stark für. Also der, das Schöne ist, das Transmädchen ist nicht schwach, die ist, ich meine, kriegst ja ziemlich viel ab und da musst du einfach eine dicke Haut entwickeln, die ist schon ziemlich cool. Aber es ist dann auch schön zu sehen, dass halt andere Leute sagen, hier, das geht so nicht. Ja. Also cool. Sehr empfehlenswert zu lesen, vor allen Dingen, wenn man sich, wie gesagt, für das Ganze, für eine gute Repräsentation auch interessiert. Der Zeichenstil ist ein bisschen schlichter. Ja, ein bisschen schlichter. Genau, und auch ganz interessant ist, es hat dieses typische Vier-Panel-Strip. Okay. Also einfach nur längliche Strips, keine Comic-Seite und dadurch, dass er recht wenig Panels hat, der Stil recht einfach ist und auch die Farbgebung jetzt nicht überkompliziert, kann er ein sehr hohes Erzähltempo halten. Also, also er updatet täglich. Er updatet und zwar auch am Wochenende. Er updatet jeden Tag. Und er hat, glaube ich, auch ziemlich viel vorgearbeitet. Er ärgert seine Leser dann gerne mal ein bisschen damit, dass er halt schon weiß, was passieren wird, weil er hat schon vorgeplant für mehrere Wochen meistens. Also er hatte ziemlich weit vorgeplant, als er wusste, dass seine Frau schwanger ist, weil er wusste, oh, dann wird es jetzt weniger. Er ist ja zu Hause als freiberuflicher Zeichner und kümmert sich dann um die Kids. Das heißt, kannst du nicht mehr 24/7 zeichnen. Aber es ist bei den Comicstrips, die er macht, jetzt auch nicht so nötig. Der hat schon einen sehr ultimativ guten Stil dafür gewählt. Der ist, er hat auch viel Übung. Er hat nämlich noch einen anderen Webcomic, der ist fertig, Shortpacked. Das war sein voriger. Und der ist auch sehr empfehlenswert, wenn man was Lustiges, ein bisschen Surreales lesen will. Da geht es um einen Laden, in dem die Charaktere arbeiten und das ist quasi auch, er hat immer Paralleluniversen. Also Shortpacked hat viele Charaktere, die in Dumbing of Age vorkommen, aber es ist ein Paralleluniversum. Und dann hat er noch It's Walkie, das ist ein ganz simpler Strichstil, das auch dieselben Charaktere featured, aber in einem Paralleluniversum. Man merkt, dass die Charaktere auch sehr ausgearbeitet sind. Also jeder Charakter davon, du hast das Gefühl, dass er einfach sehr vielschichtig ist, ohne dass er dir sozusagen alles ins Gesicht wirft, ohne dich davon überzeugen zu müssen. Also du siehst diese Charaktere. Das Schöne ist, er schafft es auch, Charaktere, also manche Charaktere kriegen sehr viel Hass am Anfang, um dann auf einmal macht er sie beliebt oder. Ja, also zum Beispiel die beste Freundin, am Anfang war sie teilweise sehr unbeliebt, weil sie ist sehr vorlaut, ein bisschen dreist und ihr Lieblingshobby ist es quasi, den Hauptcharakter zu ärgern, sie dazu zu bringen, dass sie schockiert oder entsetzt ist. Das ist quasi ihr Hobby. Und viele Leute fanden, dass sie zu unfreundlich zu ihr wäre. So, die ist voll gemein zu ihr. Aber das war halt freundschaftliches Ärgern so ein bisschen. Wenn das dem Hauptcharakter nicht gefallen hätte, wäre die ja nicht beste Freundin gewesen seit ever. Und später, als dann die Sache mit dem Vater rauskommt, dass der sie ja vom College rausholen wollte, weil sie lesbisch ist und so weiter und sie gerade eigentlich nicht weiß, wo sie wohnt und mehr von ihrem Hintergrund rauskommt, haben die Leute halt gemerkt, ah shit, die hat aber schon ziemlich viel Mist mitgemacht, dadurch, dass sie lesbisch ist in einer Christen-Community, wo sie das verstecken musste und so weiter und auch familiär einige Probleme hat. Und die Leute haben angefangen, diese vorlaute Art zu schätzen, denn das ist der ihre Art, damit umzugehen. Sie ist einfach so dreist und vorlaut und sagt so freche Sachen, um drüber hinweg zu spielen, dass sehr viele Sachen ihr eigentlich zu nahe gehen oder sowas halt. Wie gesagt, momentan wird das in recht vielen in meinem Bekanntenkreis gelesen, Freundeskreis gelesen und also definitiv empfehlenswert. Dumping of Age hat jetzt wie viele Seiten? Unendlich viele. Tonnen an Seiten schon. Also man kann da richtig eintauchen, alles da kostenlos. Da kannst du lange lesen, ja. Genau, ich glaube, Alban hat ja viel, viel später angefangen zu lesen als du und er ist gerade mal in Buch 3. Also das ist, da passiert noch
ja. super viel bis beim aktuellen Stand. Das ist ewig lang. Ja. Ja. Hast du also auch ein Bücher eingeteilt? Ja, genau, damit du halt auch so ein bisschen. Das machen die meisten, doch, es gibt es auch gedruckt. Gibt es auch gedruckt. Okay. Die meisten Webcomics, die erfolgreich sind, teilen das in Bücher auf, damit sie es halt drucken können für Leute, die es kaufen möchten. Ja. Okay. Und damit sie es halt auch auf Cons mitnehmen können und dort auch ausstellen. Weil ich habe gemerkt, bei Nephelia, ich habe dann einfach Links zu Nephelia verteilt. Mhm. Also, das ist auch gut weggegangen. Und ich hatte dann auch direkt am Sonntagabend schon 10 neue Follower, ohne dass ich eine Seite geupdatet habe. Also es funktioniert schon. Es wäre schon cool gewesen, was zum Verkaufen zu haben, also eine Nephelia jetzt speziell. Aber das ist halt einfach, mein Webcomic ist dafür noch zu neu. Da ist einfach zu wenig Seiten da, um den jetzt ordentlich zu drucken. Und man sollte immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, auch wenn man sagt, ich möchte das eigentlich nur für online haben, dass irgendwann die Leute es doch gedruckt haben wollen. Mhm. Ja, weil nicht jeder das nur online liest und manche Comic-Fans das halt auch einfach gerne stehen haben, selbst wenn sie es online lesen. Mhm. Oder manche sagen, ich möchte nicht Patreon machen, weil, keine Ahnung, es ist mir unsicher, ist halt, Internet, oder sonst was. Und Patreon ist halt auch so eine Sache, wenn du da plätschst, plätschst du ja für monatlich. Also das ist ja auch noch was, was mich jetzt abschreckt. Ich würde sowieso nicht plätschen, weil ich ja auf der Seite der Comiczeichner bin. Das ist so ein bisschen. Aber du kannst das Abo, glaube ich, auch abschalten. Du kannst es natürlich auch abschalten, aber das ist so ein, wenn ich überlege, okay, ich würde da jetzt jeden Monat 5 € für jemanden geben, da muss man schon wirklich entweder völlig davon überzeugt sein, also dahinter stehen, oder da muss man halt auch ein Einkommen für haben, dass du sagst, ich habe gerade ein sicheres Einkommen, ich kann das jetzt mal machen. Aber es funktioniert wohl für einige recht gut, auch jetzt in Deutschland. Also Patreon funktioniert ziemlich gut für viele Leute. Auch hier, die bieten dann halt auch kleine Patreon-Sachen an, also du plätschst für 5 € zum Beispiel und kannst dann an extra Patreon-Streams teilnehmen, wo die Seite des nächsten Tages schon siehst oder wo du kleine Doodles verlangen kannst, dann ist der Chat nur und der ganze Stream und der Chat nur offen für die Patreon-Leute und du siehst, wie der zeichnet und der Zeichner, der kommuniziert mit den Leuten, sagt, ey, habt ihr Vorschläge, was ich zeichnen soll, macht Doodles zum Comic oder solche Sachen halt, also oder manche haben ja auch Not Safe for Work Varianten ihrer Story, also Dumping of Age gibt's ja auch auf Slipshine und der macht halt, glaube ich, also die Slipshine-Dinger sind für seine Patreon-Leute auch zu sehen, soweit ich weiß. Okay. Meine ich jedenfalls. Mhm. Also sowas gibt's auch. Oder die von Wildlife macht das auch. Die macht Patreon-Streams mit Doodles und auch manchmal mit Not Safe for Work-Sachen. Ja. Genau. Gut. Gibt es noch irgendwas, worüber wir reden könnten? Ansonsten... Ich glaube, die Folge ist extra lang. XXL. Von daher ist das alles. Die Ständer sind extra lang. Möge die Macht mit dir. Was? Nein. Was? Wie? Was? Möge der Ständer mit dir sein. Am Ende des Podcasts wieder auf dieses Niveau. Naja, so wie wir angefangen haben. So wie wir anfangen, das ist. Wir sind wie gone full circle. Wir sagen mal ein gepflegtes. Ja, tschüss. Bye. Bis zum nächsten Mal. Bye. Oh je. Genau. Alle Blechbläser, die noch keinen Ständer haben, gehen nach oben und holen sich einen runter. So, das war die Weisheit des Tages. Den kleinen Held auf der Mai. 3Comic-Cookies sind eine Produktion der Comic-Community. Schickt uns Kommentare im Blog, bei Facebook, bei Twitter oder als Audio über Audioboo. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online unter podcast.comic-community.de. Vielen Dank.